Gruppeneinladung erfolgreich gesendet. Jetzt. Bin ich jetzt in der Gruppe? Jetzt sind alle vier. Und das sieht nach Gruppe aus, Leute. Ja. Das sieht nach Gruppe aus, ja. Okay, das und jetzt? Sieht auch nach Gruppe aus. Was so, machen wir jetzt? Würde ich Escape, also schließen. Mhm. Dann auf Spielen. Mhm. Dann gehen wir auf Raubüberfälle. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, soweit bin ich auch. Schwierigkeitsgrad normal. Ja, und dann noch Party suchen. Ich mach dir aber nicht Party suchen, drücken, nur Lotter. Oh, jetzt hat was angezeigt oben. Ja, bei mir auch. Fortschritt! Wow! Achso, nur ich muss das machen? Ich dachte, alle müssen das machen. Nee, ich muss einfach nur warten. Oh, shit! Ah, das sieht gut aus. Nice! Alter, ich bin der krasse Joker. Jetzt kann ich ready drücken. Was? Jetzt kann ich ready drücken, wenn alle ready gedrückt, dann geht's los. Wo kann ich ready drücken? Achso, einfach nur auf. Okay. Aber nicht Englisch. Ich sehe es auch nicht. So, Chat, ich sehe schon mal, ich bin der Einzige mit einem Medikit. Ey, wir haben's. Wir spielen den Doktor. Wir sind der Highlighter der Gruppe. Wir sind schon mal hier drin im Spiel. Wow. Ich habe mir jetzt aber nicht durchgelesen, wie die Steuerung ist. Oh Gott. Das stinkt mal wie SAD auf jeden Fall. Also ich spiele mit Controller. Nee, ich spiele nicht. Nee, Shooter spiele ich nicht mit Controller. Okay. Bei allen steht ready, nur bei dir steht. Ach, jetzt steht auch ready. Okay. Normal. Ja. Damn. Secure Capital Bank. Ja, gerade. Voll, ja. Oh, yeah, baby. Let's go. Cash, oh. Wie Frames habe ich? 100. Oh, gut. Oh, wir sehen ja Louis, voll der Giga-Chat. What the fuck? Und meine Mausgeschwindigkeit einstellen hier. Hat er sich gerade beleidigt? I'm sorry. Watch it. Lass nur 50% runterstellen, okay? Ich hab die FOV, by the way, ganz hochgestellt, Chat. 60? Standard ja. War 60, ich hab's so, auf 90 gestellt. 60, okay. Hab ich jetzt nicht, ja. Sag die mit der 40, 90. Ich weiß nicht, wie man mit 60 FOV spielen will. Ich achte darauf, dass es... Oh, aber ich hab hier so einen leichten, so Wellen manchmal. Wellen? Bei mir ist es auch so ein ganz kleines bisschen laggy. V-Sync wahrscheinlich. Muss ich V-Sync anmachen? Achso, nee, aus. Also ich mach's aus. Ich mach's auch aus. Aber ich habe mehr Frames als 60, vielleicht deswegen. Mm. Ganz schön maskuline Lotta und ganz schön maskuline Louis. Oh, jetzt ist es besser, nachdem ich V-Sync angemacht habe. Oh, hier, ich hab Grafikqualität Ultra. Wo ist ein V-Sync? Ach, da. Er ist sogar schon aus. Aus. Ja, wie Maske. Wie setze ich denn die Maske auf? Ich mach das einfach mal alles auf hoch. Ah, hier, Ultra. G. So, Masking up, let's go. Halt, um Maske aufzusetzen. Oh! Gehen, oh! 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 Oh nein, ich hab eine Hand gerade! Oh nein! Ja! Und es geht los! Oh Scheiße! So lang! Oh nein! Oh Gott, das ist jetzt total am Lecken bei mir! Du bist erschossen hier! Wo müssen wir denn überhaupt hin? Zweiten Tod! Gib das Geld her, Mann! Ihr habt mir Schiengewehr! Tod! Soll ich mich abschneiden? Ey, man sollte am Anfang wahrscheinlich nicht direkt schießen, ne? Nee. Doch! Also ich hab eine Granate geworfen. Ich merke gerade, ich hab Melee auf der Push-the-Talk-Taste von mir. Termit? Also Termit. Ihr werdet Termit brauchen, um euch einen Weg zum Tresorraum zu... Okay. Reinigungsarbeiten. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir machen müssen. Ich mache ja schon vorne eine Tür auf, direkt am Eingang. Wo bist du? Am Eingang. Ich werde beschossen. Ich folge einfach Lotta und jetzt einfach die Polizisten erschießen, ne? Wieder einen erschossen. Let's go. Oh. Oh. Einfach Polizisten erschießen. Ich erschieße jetzt einfach Polizisten. Wird schon nicht nur falsch sein. Nee, passt schon. Okay. Oh. Keine Ahnung. Was ist der Plan, Leute? Was ist der Plan? Hey, was machst du? Uriel,
Fall, was machst denn du da? Ist das nicht der Plan? Ah, da hoch, glaube ich. Aua. Ich weiß gerade nicht, was der Plan ist. Oben eine Treppe hoch. Ich weiß nicht, oben eine Treppe hoch. Okay. Okay. Oben ist irgendwie ein Koffer da oder so. Kann man hier irgendwie heilen? Kann man sich in dem Game heilen? Wieso kommt könnte eigentlich direkt eine ganze Armee? What the fuck, Mann? Hier los. Was kann ich? Mit Shift. Shift-Taste. Ja, wir schaffen, genau wie gestern. Und oben ist ein Schaffner auf dem Dach. Nee, mit Shift sprinte ich. Achso, was wolltest du denn? Nicht heilen. Heilen. Oh, das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Ich habe ein Medikit. Ich weiß aber nicht, wie ich es benutze. Ich weiß jetzt, wie ich es benutze. Wer will Heilung? Hier. Ich? Louis. Ja, und wo bist du? Wo gibt's denn die Medkits? Liegen die irgendwo rum? Nee, die muss man ausrüsten. Ich hab eins ausgerüstet. Irgendwas hab ich jetzt hier, aber ich weiß nicht. Oh, ich muss euch lauter machen, ich verstehe nicht. Ah. Irgendwas hab ich. Ich hab irgendwas hier platziert. Die cheaten mit ihren Schildern, ey. Ich halte euch den Rücken ein bisschen frei. Oh. Ja, danke. Nein, hier geht's doch nicht nur ums Schießen, oder? Eigentlich nicht, nee. Oh, jetzt brenne ich, was? Turn through the floor. Amerika! Alter. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wenn man die Maske aufsetzt, es sofort losgeht. Ja, du musst gucken, dass die Polizei nicht den Feueralarm jetzt macht. Ja, man darf einfach nicht am Anfang schon direkt schießen. Ja, das ist schon wassergeil. Ich lache so, ja. Ich weiß nicht, was ich hier gerade vor. Aber die meisten Bullen sind zumindest tot. Die haben, glaube ich, schon über 200 Leute umgebracht oder so. Das ist oh, Louis, also wenn hier. Das mal nicht ein Kompi hier, wie hier, zwischendurch hier, ist. Hier. Mega Kompi. Ich gebe dir ein Medikit. Hier, nimm. Oh, danke. Liegt das irgendwo rum, du Real? Nee, das muss man am Anfang ausrüsten. Ach so. Wo sehe ich denn meine Gesundheit? Links wahrscheinlich, deine links Ecke. Unten. Ah, die Balken. Ach, das Weiße ist die Gesundheit. Ich dachte, das... Ach so, ich dachte, das... Oh. Da drüber wäre die Gesundheit. Ach, ich dachte auch. Ja, okay, dann brauchst du es wohl nicht. Was soll man denn jetzt oben machen, laut den Objektiv? Eine gute Frage. Oh, warte mal. Hier wird oben Termit angeschmissen. Das soll jetzt nicht gelöscht werden. Ja. Aus 3 Minuten oder so. Ah, blau ist Schutz. Anscheinend. Blau ist Schutz und weiß ist Leben. Ja genau, blau ist Panzerung oder so irgendwas. Ah. Crack the safe, let's go, okay. Was ist er denn da? Und du Real, du hast jetzt das Medkit einfach irgendwo gefunden? Nee, das habe ich am Anfang ausgerüstet mit meinem Loadout. Ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Was mache ich jetzt damit? Achso, werfen. Du hast bereits eine Tasche. Okay. Was machen wir denn da mit den Taschen? Ich knack den Safe, okay? Das ist, Ich kann jetzt auch nicht. Fummelarbeit. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Sonst hätte ich gesagt. Ah, jetzt da oben. Gebt mir Termit ins Feuer. Wo ist denn das Feuer? Hier oben, bei mir. Das hab ich ja schon gezündet. Ah, oh, okay. Oh, oh. Chat, I got this! Oh, oh shit! Da, Geld! Die sind Bullen bei mir. Ey. Genau, bei euch. Oh mein Gott. So viele. Oh Gott, ich stehe wieder auf. Ich komme jetzt mal einfach da hoch zu dir, Live. Hier ist ein Bullo. Ah! Okay. Ja, genau. Bei dir? Bei dir oben. So, ja. Das ist wie macht man das? Oh Gott. Ich stehe hier auf offenem Feld. Wo bist du denn?
funktioniert bei Dureal unten. Das Melee ist total. Melee bringt gar nichts, Mann. Was ist das denn? Schnauze! Ach, so eine Springlaus machen, hab ich gemacht. Mhm. Du bist nach oben gegangen, ne? Ja, bitte. Und wo ist das Feuer? Da. Ich mach auf den Heady. Ja, gut. Und das kann ich jetzt mit Kuda reinwerfen. Ah ja, okay. Das sind 200 tote Polizisten und jeder tropft irgendwie Ammo-Kits. Was ist denn da los, ey? Wir sind Feueralarm nicht auslösen. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert, Leute. Ich improvisiere hier total. Aber wie verhindern wir das dann? Indem wir einfach alle abknallen oder ist der Feueralarm irgendwo? Ich hätte die aber mal, ja. Eben wahrscheinlich zum Feueralarm zum. Ich habe einmal den Sprinkler schon ausgemacht. Ja. Der Kopf. Und woher wusstest du, wo der ist, der Sprinkler? Wurde mir angezeigt, um so ein Finger auf der Karte zu sehen. Das sind wir nicht auf der Karte, sondern auf der Karte. Es gibt eine Karte? Also die erste Runde ist ein wild. Da ist ein Sniper, da ist ein Sniper auf dem Dach. Also nächste Runde brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Einführung. Ja, ja, was same, genau same, wir überhaupt same machen müssen, außer einfach nur ballern. Einfach nur ballern. Ich glaub aber, es gibt kein Tutorial. Ich glaube, es gibt gar nichts. Keine Muni? Ja, also wenig. Liegt die auch irgendwo okay auf die Munition? Okay, Chat. Ich hatte noch Granaten. Wir müssen den Sniper bekämpfen. Okay, wenn die dann haben 50 Kopf erschossen oder so. Ah! Fuck. Brennt ja immer noch. Jetzt können wir hier rein. Jetzt ist es kaputt gebrannt. Jetzt können wir in den Tresorraum rein. Findet den Tresor. Easy! Ah, Pop. Ich hab ja schon. Ich bin schon mal looten hier. Wir müssen diesen Tresorraum, da wo es gebrannt hat, da müsst ihr jetzt runterspringen. Dann könnt ihr alles looten. Wow. Kann ich nicht eine Granate werfen? Oh mein Gott. Alter! Was für ein Ninja? What the? Huh? Hat er eine Granate auf mich geworfen? Entschärft die Farbpatronen, ist jetzt unsere Aufgabe. Ja, wo sind die Farbpatronen? Ja. Also ich bin glaube, die Koffer sind, genau, die Dinger. Achso. Wo finden wir die? Wahrscheinlich hat er nur auf den ganzen Geld, was sie gerade aus der Tresor lootet. So langsam sehe ich. Da, wo die Koffer so uns angezeigt werden? Ja, ich glaube, nee, glaub auch. Wenn du oben gebrannt hast, das Termit, da kannst du das runterspringen. In das Tresorraum rein. Ich glaube, wir müssen zu den Koffern da auf der Karte. Scheiße, ich sterbe gleich. Ihr müsst einen Koffer, ihr müsst so eine Tasche mitnehmen, glaube ich, die ihr füllen könnt. Die habe ich mir ganz am Anfang mitgenommen auf dem Dach. Ja, die habe ich in das Feuer reingeworfen. Achso. Dureal, oh, hast du noch so ein Medkit? Ja, mal ein Feuer, wo das Feuer war, da kannst du das. Nee, das liegt da unten, aber glaube ich noch. Ah, das liegt da unten, stimmt. Ich konnte es nicht mehr aufheben. Ich habe die Tresortüren aufgemacht. Oh, wie gut. Du bist down. Versucht mal irgendwie runterzukommen. Ich hab keine Ahnung, wie ich runterkomme. Oh, ach. Oh. Ich bin tot, glaube ich. Ja. Ach. Oh, Hilfe. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Aber wie macht man das? Ja, ich bin auch tot. Scheiße. Aber ihr könnt mich nicht heilen. What the fuck? Das ist so leicht. Wir sind 3000 Kopf. What the hell? Wild. Ich muss mal
meine Maus hier umschalten. So, wiederbelebt. Du hast mich. Oh, ja, irgendwie. Was war's, oder? Ich weiß nicht. Was bin ich jetzt? Ja, also ich bin jetzt auch im Zuschauermodus. Das war's. Achso, du bist jetzt ganz tot? Okay. Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht nochmal eine neue Runde, oder? Oder wir gehen jetzt erstmal raus. Erstmal raus. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich habe ja schon gelootet, hier wie ein großer. Let's go! Lass mal abhauen, mal sehen, was passiert. Abhauen? Wie hauen wir ab? Wo ist das Fluchtauto? Haben wir überhaupt ein Fluchtauto? Oh Gott. Police assault incoming. 30 seconds. Oh Gott. Oh! Was? Haft? Dozer's coming in. Be prepared. Oh, sag mal. So. Okay, also Chat. Weiß irgendjemand, wie man hier vorankommt? Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe ja ein bisschen was gelootet. Ja. Hier ist okay, können wir jetzt... Nee, können wir nicht weiter. Nee, hier können wir nicht weiter. Oh, ich habe auch Granaten, sehe ich gerade auf G. Und irgendwas auf E. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich runtergeschossen. Ah, sehr gut. Aber und dass ich gerade vom Polizeiauto kommen auch nicht gehen. Deswegen sollen sie gerade welche ab. Aber haben wir doch. Oh. Oh, was ist da was? Oh. Ich keine Ahnung, wo wir es hin müssen. Ich weiß es aber nicht. Nee, same. Einfach das macht cool. Ich würde sagen, wir starten noch mal eine neue Runde. Sache, die man gerade. Die haben wir eh gleich noch mal. Carried. Kommt können wir noch entkommen oder so. Ich hätte schon wahrscheinlich schon irgendein PD2, der die ganze Zeit den Kopf verrückt. Wenn das Permit fertig ist, gibt es ein Loch, in das man reinspringen muss. Das haben wir gemacht. Da war ich schon drin. Ah. Ach, das ist so eine Art Kamera. Okay. Sniper ist echt schon viel, ja. Ich bin auch zurück. Ja, das werde ich nicht überleben. Ja. Aber ich gehe noch ein paar mit. Tasche Troppen, nochmal den Wort. Das ist halt das Merkwürdige. Ich dachte eigentlich, dass der Wort leergeräumt war. Also, dass ich da gar nichts mehr anklicken konnte. Ja, haben uns gut geschlagen. Naja, es geht so. Ich habe einen Haufen Challenges hier fertig, completed. 10 Stück. Ja, stimmt. 12. Okay. Payout 0. Wie, man wird nicht bezahlt, wenn man tot ist. Das verstehe ich nicht. Aber ich hab gelevelt. So, warte mal, ich will mal ganz kurz was machen. Ja. Hast du auch gut gemacht. Toll, ne? Ach stimmt, Level 2. Boah, ich bin richtig stolz auf dich. Super. Level 4 jetzt steht oben. Oh Mann. Oh aber, Mann. Keine Ahnung. Ich fand's schon lustig. Irgendwann war es nur ein bisschen stressig. Es war sehr chaotisch. Ich weiß halt nicht, wie was wir. Jetzt danach. Jetzt, ich habe ja den Tresor gelootet und dann ging irgendwann die Tür auf. Aber ich dachte, irgendwann muss man mal entkommen oder so, aber ich. Keine Ahnung. Ich glaube, am Anfang sollten wir auf jeden Fall nicht einfach schießen. Erstmal irgendwie gucken, was wir überhaupt machen müssen. Dann ja, das war mein Fehler. Ich drücke auf nicht mehr G. Weil mit G habe ich die Handgranate geworfen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Wir werden jetzt stärker denn je zurückkommen. Oh, was ist das? Ich bin mit Randoms. Oh Gott. Oh, was? Nein, ich will zurück. Oh nein, keine Randoms. Wir sind viel besser als Randoms. Eben. Hä, wir sind doch... Ich wurde aus der Gruppe rausgeworfen. Wir sind keine Gruppe mehr anscheinend. Du warst so schlecht, das können wir nicht nochmal. Wahrscheinlich. Nee, ich weiß auch nicht. Ich bin ganz mal im Menü. Exit to Main Menu. Und du lädst mich gerade ein, jetzt bin ich wieder drin in der Gruppe. Ja. Chris Bittner.
Chris, komm doch aus. Yes, nice. Okay. Dann gehe ich wieder spielen. Let's get you back in the saddle. Und so. This is a small branch bank, usually low traffic. Okay. Looking for match. Let's get you back in the saddle. This is a small branch bank, usually low traffic. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder alle da sein? Ja. Okay. Also, was ich jetzt hier sehe, wir haben auf jeden Fall alle eine Munitasche, Sanitärtasche und eine Panzerungstasche. Ich habe Munition mit, und Duriel hat eine Medic-Tasche. Genau, ja. Schlau. Ach so, hier unten sehe ich's. Ich habe auch diesen. Ich habe auch beim nächsten Mal zwei Munitaschen. Medic-Skill habe ich auch ausgerüstet. Vielleicht nächstes Mal zwei Munitaschen und zwei Munitionstaschen oder so, aber ist erstmal egal. Irgendwas habe ich auch noch ausgewählt. Ja, okay. Ich glaube, theoretisch, wenn wir jetzt irgendwie noch so ein bisschen Geld kriegen einmal, dann können wir uns damit halt neue. Ja, wir müssen das nur irgendwie jetzt abschließen. Was müssen wir? Das abschließen, dann kriegen wir ja Geld, ne? Ah. Aber das Geld, was du rausholst aus der Bank, das kannst du nehmen, um dich zu erkennen. Genau. Wir müssen wir müssen nur rausfinden, wie wir das beenden, wie wir das Geld irgendwie wegschaffen. Ja, genau. Das ist alles. Immerhin. Okay, ich habe jetzt mal auf bereit gedrückt. Keine Ahnung. Lass mal probieren, einfach so ganz stumpf diesen Objectives zu folgen. Ja. Das habe ich ganz Zeit versucht, aber irgendwie habe ich das nicht mehr verstanden am Ende da. Ja. Wisst ihr, wie ich auf Steuerung komme? Steuerung? Ich dachte, dann müsstest du raus aus der Lobby. Ach so, weil ich nicht weiß, wie ich mich heile. Kannst du, glaube ich, im Menü gucken. Das meine wir dann. Das müsste unten rechts aber stehen, glaube ich, oder? Heilen kannst du dich nur, wenn du halt vor so einem Medikit stehst. Genau, also ich könnte das auf den Boden werfen. Ja. Und dann drückst du einfach F. Ach genau, so, wieder okay. Oder F, Entschuldigung, genau. Du kannst auch Munition holen. So. Ich gucke, dass ich jetzt keine Granate werfe. Nee. Sehr gut. Okay. Und die Maske nicht aufziehen. Keine ganz Granate. Wichtig. Ja, Maske zieh ich auch nicht auf. Okay. Wir kundschaften jetzt erstmal. Nee, laufen wir nicht. Ich gehe in die Bank. Ja, wir sind so richtig, also komplett unauffällig, überhaupt nicht verdächtig. Ja. Nee. Und hinten ist ein Laptop. Turn off power. The gate. Security system deaktivieren, das macht ja Sinn. Hier könnte ich jetzt einbrechen, aber das mache ich nicht, weil das wird bestimmt dann gesehen. Ich laufe euch einfach mal hinterher. Okay, wir müssen irgendwie den Strom ausschalten. Ja. Wird wahrscheinlich im Keller sein oder so, ne? Ich denke auch. Hallo, lieber Polizist. Hier kann man aufmachen, okay. Dass wir hier private einfach rein dürfen. Ich laufe mal ums Gebäude rum. Jetzt sieht uns da gerade keiner. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ah, hier. Privater Bereich. Activate Lure. Okay. Guck mal, was das sieht so ein bisschen nach. Ja, pass auf, das Polizist, der sieht dich. Leute, weg. Hast du gesehen? Oder, da war dieses komische Fragezeichen. Ah, ja, die dürfen uns da anscheinend nicht sehen. Ja, kommt, ja. Wie jetzt unlockt, den Hinterhof schon mal. Ah, da kann man hier bestimmt Strom ausschalten. Okay, oder er ist irgendwie ein bisschen sassy drauf. Live, ich glaube, der ist. Nee, Louis, ich glaube, der ist in deiner Richtung jetzt. You're not allowed in here. Oh, der kommt jetzt mit Handschellen. Louis. Was machen die da, Mann? Oh, oh. Meine Stealth Mission. Wo kommt das denn jetzt her? Warum habe ich jetzt Handschellen? Na, weil der, weil die Wache dich gesehen hat und das ist ja privater Bereich. Ach, Mann. Also ich bin im Hinterhof, aber hier finde ich keinen Strom. Okay, da geht nicht hin. Guck mal, ob ich irgendwie. Wir machen das, Chat. Ja, wir machen das. Oder so? Oh mein Gott, live, du hast schon die Maske auf. Der Stand können wir hier, das können wir hier von Metal Fenster, Gear. Bevor den Typen bewältigen, muss ich die Maske aufziehen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich komme trotzdem nicht ins Rein. Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Man kann hier die Fenster so aufschneiden. Irgendwie Louis befreien von den Handschellen. Ah, jetzt bin ich hier drin. Könnt ihr mich befreien? Ich probier's mal. Ich will jetzt so close.
Du schließt doch das Schild. Ah, ich kann jetzt. Ich habe jetzt jemand sein menschliches Schild genommen. Okay. Oh mein Gott! Wie gut! Jetzt habe ich ihn irgendwie zum Boden geschmissen. Und jetzt habe ich ihn gefesselt. Ah, man kann die Leute überwältigen im Rücken und dann kann man die fesseln. Ah, das ja, okay, gemacht. Sehr gut. Jetzt kann ich den Safe cracken. Oh, perfekt. Wie auch immer das geht. Schade, dass ich hier anscheinend nicht. Okay, ich muss anscheinend die Maske aufziehen, sonst darf ich da nicht rein. Ja, gerade gemacht. Because of reasons. Dann muss ich dazu die Maske aufsetzen? Ja, ohne eine Maske kannst du, glaube ich, nicht rein. Ach, und du musst dann ducken irgendwie. Ich kann das Fenster nur schließen. Maske aufsetzen und dann mit Leertaste kannst du ran. Leertaste oder F was cool? Stell mir ziemlich cool. Ich glaube, wenn man weiß, was man hier macht, ist es ziemlich cool. Leertaste. Ja, wenn man es. Wenn man es nicht am Anfang verkackt. Oh mein Gott, die Wache. Oh mein Gott. Kann man jetzt nicht irgendwie hinter ihm, falls er jetzt die Tür aufmacht? Aber wie hast du ihn gefesselt? Von hinten ran mit F. Du darfst ihn nicht sehen. Ja, jetzt zu spät. Oh. Der wieder zu. Ich hätte den Tresor nicht offen hier. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich. Ja, wir sind hier. Also. Ah ja, offen. Oh Mann, geht. Mr. Officer, das war ein Versehen. Oh. Und, oh, sorry. Oh mein Gott. Ich hab wieder Flashbacks. Fesseln nicht feuern, ja, ich wollte ihn noch eigentlich fesseln. Aber kann ich die jetzt als Geisel nehmen? Oh. Jetzt ist es zu spät, glaube ich. Ich kann menschliches Schild benutzen. Ja, das kann, genau. Das ist irgendwas, genau. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist denn Louis? Ja, ich bin verhaftet worden. Oh. Ich kann nur noch zuschauen, leider. Oh no. Wo gehe ich jetzt hin? Wir müssen das machen, was oben steht, glaube ich. Der Typ ist erstmal egal. Oh, sie ist egal. Ja. Ich glaube, das ist jetzt egal. Hold for Equipment Drop steht oben bei mir. Ach, das Termit, das haben wir das hier, Termit wieder aktivieren. Findet das, wartet auf die Ausrüstung, findet das Schließfach des Managers. Ah, oben ich weiß wahrscheinlich. Ja, das mache ich wieder. Ich gehe wieder ganz nach oben. Zum Looten und da ist das Zeug nicht drin, glaube ich. Oder nicht, weil ich 1000 baute. Ich muss weg. Also ich bin sicher, weil ich mein Ninjas, Alter! Und ich hole jetzt diese Tasche über. Warum bin ich jetzt eigentlich wieder? Warum bin ich jetzt wieder da? Da oben. Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Das check ich immer gar nicht. Okay, okay, jetzt das kann ich den Termin wieder aktivieren. Blöder Witz. Ist das dann automatisch, dass man einfach irgendwann wieder da ist? Wieso sind die so viele Polizisten? Ich muss hier weg. Hallo? Polizei? Leute, ich hab jetzt schon wieder das Termit aktiviert. Das müssen wir irgendwie anmachen. Mach mal mit. Achso, drück halt mit F. Ja. Oh, das dauert aber ewig. Ja, ich mach schon. Und. Civilians killed, ja. Das müssen wir warten, bis das durchgebrannt ist. Jetzt müssen wir verhindern, dass sie die Sprengleitanlage anmachen und so. Ah, okay. Fang! Oh ja, Bomben, Granaten. Kann ich nicht die Waffen nehmen? Oh, true, ja. Die Taschen sind da unten, müssen wir die holen? Ne? Theoretisch könnten wir wahrscheinlich noch mehr ins Feuer kippen, damit ich schneller gehe hier, ne? Genau, das können wir auch machen. Das habe ich gerade eben auch einmal gemacht. Okay. Eine Tasche habe ich geholt, komme ich so hoch. Aha. Ja, komm her. Komm weg. So, wie langsam ist das Ding da? Zack, 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 da bin ich. Ach so, ah. Okay. Ich hab reingeschmissen. Okay, here we go. Ja, sehr gut. Ich schieße mir in die Eier. Was machen wir denn eigentlich mit E? Ja. Du kannst eine Kamera, glaube ich, aktivieren. Du kannst eine Kamera irgendwie platzieren und dann ist es gar, wenn du es jetzt machst, unentdeckt zu werden, aber das haben wir ja nicht drauf. Genau, du legst also eine Kamera hin und wenn du es nochmal drückst, guckst du durch die Kamera. Genau. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis das Ding durchbrennt. Ja, genau. Ich hole mir nochmal Termit.
Mhm, mach das. Ich halte die Stelle. Geil. Wo ist der Feueralarm nochmal? Hier sind die Sprinkler zumindest. Derselbe Ebene auf jeden Fall, habe ich gerade eben mal ausgemacht, aber der ist jetzt gerade noch aus. Glaube ich. Ach, ich darf Munition auffüllen. Aha. Also G ist auch noch ganz praktisch für die Granate. Mhm. So, bin ich hier. Und nochmal Termit rein. Ja, wow. Let it burn. Und X ist euer Versorgungsdings, also bei euch wahrscheinlich Munition, bei mir ist es das Medikit. Ah ja. Munition. Ja. Aber eigentlich hatte ich auch ein Medikit eingestellt, das hatte ich irgendwie gar nicht. Warum nicht? Also bei Ready hatten die nur ein Medikit, habe ich gesehen. Mhm, hatte ich auch gesehen, ja. So, da Taschen holen, da können wir noch mehr zünden. Ja, dann hat es anscheinend nicht eingestellt, dann habe ich es einfach irgendwas durchsuchen? Okay. Ja. Wo seid ihr eigentlich? Noch da. Auf der Karte sind wieder Pfeile, das heißt, dann können wir uns wieder mehr Termit holen. Wir müssen raus, ja. Oh. Wow, das stimmt. War das Friendly Fire? Oh. So. Und wieder dran. Alter, jetzt müsste doch aber so langsam mal durchgebrannt sein hier, das oder? Hat eben auch länger gedauert, das müsste aber jeden Moment soweit sein. Ah, okay. Noch mit dem Miet. Also das Feuer ist dann quasi unser Weg nach draußen, unten, oder wie? Unten, der brennt jetzt doch durch die Decke, der bist im Tresorraum. Da war ich dann eben irgendwie 25 Tresore aufgemacht. Okay. Dann ging es nicht weiter. Aha. Vielleicht müssen wir alle reinspringen. Das Problem ist schon. Ja. So, okay, jetzt kommt auf den Kopf. Wir haben nur die Pistole. Irgendwie finde ich die Pistole fast besser. So. Wow. Ich habe jetzt 5-mal reingespielt. Ja, guck mal, stimmt, irgendwas ist abgehakt worden. Oben. Ja. Oben. Oh mein Gott. Ich baller einfach und ja, das ist richtig. Yes. Einfach alle töten. Ja. Jetzt noch Hauptgewehr. Der Dorian hat irgendwie so ein Zeichen unten neben seinen Lebensbalken. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Zeichen neben seinem. Ach so, ja, ich sehe es. Was ist das denn? Karte. Sieht aus, als hätte er jetzt eine Karte. Noch drin. Jetzt könnt ihr rein. Oh, jetzt sind wir rein, okay. Jetzt kann man diese Teile aufmachen. Ah, cool. Das ist ein Quick-Event. Den Tresor. Ui. Oh, knacken. Und jetzt steht dasselbe, diese. Das ist hier rein, ne? Ja. Ah. Dieses Geld, oh mein Gott. Ah, das habe ich gerade eben nicht geschafft. Weil ich das nicht gesehen habe. Junge! Fahrpatronen entschärfen. Da bin ich dabei. Also hier. Lass mich doch mal hier, Mann! Ich will nur meinen Job! What the? Ich mach nur meinen Job, Leute! Sind wir den Rendezvous-Point erreichen. Chill! Aber ich will doch nicht. Was ich drücken muss. F für knacken und dann R-Taste. Oder was geht nicht? Ja. Doch, du musst weil das oben ist, bei diesem weißen Feld. Nee, du musst zweimal F drücken. Bei diesem weißen Feld. Genau. Ey, was ich hier mache, funktioniert irgendwie nicht. Ich drück F, ich halt F gedrückt und drück R-Taste. Nee, nicht gedrückt. Immer nur F. Einmal F drücken und dann F drücken, ach, wenn er oben einmal ist. Einmal F. Ach so. Genau, beim du musst das F drücken, wenn es oben ist, dieses Anzeigending. Also nicht du musst das timen. Genau. Ach, F drücken. Ich dachte Leertaste. Nicht Leertaste. F, genau. Okay, super. Ja. Wir können jetzt auch abhauen, theoretisch. Aber da wir kurz Ruhe haben, dachte ich, holen wir uns noch ein bisschen Geld. Ja, eben. Sehr genau. Schön. Ja, Geld ist immer gut. Ja. Nichts drin. Wir sind die besten Ganoven der Welt, Chat. Komm bei dir. Okay, Alter. Junge, damit kann ich mir mindestens. Also ich sag mal so, wenn man ungefähr weiß, wie es geht, dann bockt. Ja. Ja, das Spiel, das Prinzip ist cool, das Gameplay. Ja. Mal alle offen? Ich will irgendwie alle aufhaben jetzt. Ja. OCD, es muss alles auf. Ist so.
Boah, du trägst bereits eine Tasche. Okay. Ja, das ist diese große Geldmenge, genau. Ja, also eine große Tasche habe ich schon. Wir können auch bestimmt mehrmals laufen, oder? Wow. Habt ihr alle eine Tasche, also Geld? Nur warte, du, wir liegen am Boden. Oh mein Gott. Jetzt nehmen wir hier mehr Schock. Okay. Ihr guckt einfach nur zu, Beste. Aber was ist das da? Ist irgendwie... So weg. Achso, nee, doch nicht. Weg. Geht's weg? Wohin? Ja. Aber der komische Punkt, der dieser Pfeil ist. Nach unten. Dieser Pfeil? Irgendwo hier. Ich bin weg. Ich soll mal weglaufen. Wo warst du denn jetzt? Ja, ihr seid schon richtig. Wo ich auf der Karte bin, da müsst ihr einfach reinlaufen. Ach da. Ah. Ah. Kann ich dann wieder sterben? Was ausschalten? Okay, hab ich gemacht. Oh, der. Was denn? Oh, Hilfe. Ninja. Richtige Ninja. Oha. Jetzt lower to the irgendwas. Ja? Da wo der Pfeil ist? Ja, wahrscheinlich. Eins von zwei haben wir schon. Aha. Ach, Strom ausschalten, das habe ich gerade ja einmal gemacht. Genau. Ja. Achso. Und zack. Genau. Ah, perfekt. Nu? Und nu? Hier die Area. Alles töten. Räumt den Bereich? Oh mein Gott. Okay. Oh, man kann sliden? Yo! Herr Luca, da allein nicht werfen. Ich hab mein Geld auf die Straße geworfen. Sammel's ein. Hab's wieder. Was ist eine Granate auf die? Hast du noch eine Granate? Kann ich mich auch irgendwie ducken? Ja. Ja. Welche Taste duckt mich? Noch eine? STLG. Steuerung. Oh. Aha, alles. Oh mein, oh, fuck. Easy, easy. So, jetzt aus, gleich. Haben wir? Go, go! Oh Gott. Okay, schnell, weg hier. Und hä, wo ist denn das Ausrufezeichen? Wir werden gleich abgeholt hier. Wir werden hier gleich abgeholt. Ach, wir werden abgeholt. Ah, okay, alles klar. Mach mal. Wir müssen überlegen. Ja, logisch. Oh, schießen. Ja. Seht ihr, Chat? So einfach kann es sein. So einfach ist es, eine Bank auszurauben. Oh, ich bin fast tot. Wenn ihr im Leben mal nicht mehr weiter wisst... Alter, was ist das hier denn lernt ihr was. Oh, what the fuck? Das ist ja voll der Rambo. Oh, hinter uns. Steal and secure money. Da rein. Wieder. Ich weiß nicht. Irgendwas drücken muss. Kann nichts machen. Okay, ich auch nicht. Warum können wir da nicht rein? Oh, ich hab mich geheilt. Ich hab mich geheilt. Geld reinschmeißen. Schreib dir mal. Geld reinschmeißen. Ja, mit Kuh. Ja, das hab ich schon gemacht. Ciao. Scheiße. Okay, ich glaube, es ist drin. Nein! 86%. Nicht mehr. Jetzt bin ich down. Bitte holt mich. Bitte holt mich. Keiner selber. Okay. Nein. Mist. Oh nee. Kann ich euch irgendwie heilen? Ja, mit F gedrückt halten. Ich kann noch schießen. Ah, okay, da. Gedrückt halten. Oh, dann mach ich. Jo, dann. Oh. Haben wir es geschafft? Ja, Erfolg! Ja. Okay. Das war knapp. Clap! Easy. Oh. Ganz, ganz easy. Easy, ey. Yay! Boah. Wir haben zwei Zivilisten Verluste. Wie viele Gegner? Wir haben 88 Gegner getötet. Und ich habe wahrscheinlich 4 davon getötet. Oh, und ein 2 Zivilisten haben wir getötet? Ja. Okay. Ja, das warum ist das so teuer, einen Zivilisten zu töten? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, was juckt uns der? So, und jetzt? Wir haben 4 von 10 Taschen gestohlen. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Nee. Könnte. Beim nächsten Mal wird es noch besser. Ja, man kann da bestimmt mehrmals laufen, oder? Also mehrmals. Ich glaube, das ist so, oder? Mehrmals was klauen. Vielleicht, wenn wir nicht entdeckt werden. So, und jetzt können wir da im Hauptmenü auf Vendors gehen und da kann man andere Sachen kaufen. Ich habe aber keine Ahnung, was da irgendwie... Ich habe hier Händler, ja. Ich habe 270.000 oben. Ich habe auch 270.000. Zipline back? What the? Ich habe 703.000, hä? Oh, ich kann mir eine geilere Maske machen mit Mr. MT, Sternchen und Streifchen. Und Waffen kann man sich holen.
Ich glaube, Waffen macht doch eh. Ich hol mir eine neue Maske. Boah, ich hol mir einen Jogginganzug. Shotgun. Was macht denn der Jogginganzug? Chat, welche Maske? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee, die OG? Ja. Der ist ganz cool. Ich hol mir, glaube ich, eher eine Waffe. Welche Waffe würdet ihr denn empfehlen, welche besser ist? Ich hab mir erstmal die Shotgun geholt, weil ein Sturmgewehr hatten wir ja schon. Aber erst ein Sturmgewehr ist auch mehr Munition, glaube ich. Also, ich weiß es nicht. OG in Lila? Bin überfordert. Okay. Also, so? Die Rheinfeld, meinst du? Wie die Waffen heißen, die wir jetzt holen sollen. Du hast das, was du auf der Bock hast. Also, ich hab mir jetzt eine Shotty geholt, diese Rheinfeld. Ja, wir gut, haben macht schon CA. Sinn, weil Sturmgewehr und Pistole haben wir ja schon, ne? Genau, die haben wir sogar schon beide ausgerüstet. Okay, so. Ja. Okay. So, ich habe auch die Rheinfeld. Okay. Ja, es sind nur noch 70.000 da. Ist das so eine Keychain für deine Waffe? Was ist denn Stack? Ich glaube, das ist gar nicht so meins, die Schrotflinte. Uff, egal. Ich glaube, ich bleib beim Sturmgewehr. Lass die andere doch. Ich bleib einfach Weapon bei dem Sturmgewehr. Paint. Ich glaube, das ist das Beste für mich. Ja, Sturmgewehr fühle ich irgendwie auch mehr. Wobei ich würde, glaube ich. Hier. Und ich nehme, glaube ich, auch eher mal eine Sanitätertasche mit. Ist das bei euch allen Deutsch? Ja, ich hab's auf Englisch. Deutsch, ja. Okay. Wo ist denn eingestellt? Oben rechts irgendwo habe ich Deutsch eingestellt. Richtig? Muss ich ja nochmal gucken. Ich mag das nämlich immer nicht in Englisch. Das zumindest wilde Spiele, ne? Yeah! Irgendwo habe ich das eingestellt. Yeah! Settings denn oder wo? Ja, das suche ich auch gerade. Wo ich das eingestellt hatte. User Interface. Wie kann ich denn meine Sekundärwaffe ändern? Draufdrücken. Oh, das ist ja noch eine. Aber... Hast du keine gekauft? Du hast nur die Shotgun gekauft. Doch. Ich habe die Shotgun gekauft. Ja, die ist dann eine Primärwaffe. Der ist mit der Pistole wahrscheinlich, ach, primär ist eine Hauptwaffe. Ah, okay, alles klar. Oh, mehr Skills. Das heißt, ich kann nicht wechseln zwischen Sturmgewehr und Schrotflinte. Oh, okay. Weil ich. Wahrscheinlich, weil ich jetzt als Medic gespielt habe, habe ich Medic-Erfahrung bekommen und kann das nächste Skill-Level hier holen. Ich mag dir die Pistole voll gerne, deswegen ist es ganz cool, mit Pistole schaffen. Aber nee, ich will aber wissen, was das ist mit den Deutsch. Ich finde das nicht. Die Taste gibt's ja gar nicht. Live, ich glaube, ich habe tatsächlich Deutsch eingestellt. Also im Steam hat man doch den Key aktiviert. Ja. Und dann kommt man zu irgendeiner anderen Plattform von. Irgendwas anderes als Steam. Und da hatte ich das dann. Okay. Wie hieß denn das? Irgendwas mit B, glaube ich. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und da habe ich habe ich halt die Sprache gewechselt und in Deutsch eingestellt alles. Okay. Weil ich glaube, hier im Menü ist das gar nicht da, ne? Nee, rechte Maus ist eine Eigenschaft, glaube ich auch. Doch, Sprache Englisch. Ah. Kann ich einmal kurz das Spiel neu starten? Ja, klar. Wir müssen es ja eigentlich ganz schnell gehen. Ja. Eigenschaften. Das macht man auf jeden Fall rechte Maustaste Eigenschaften bei Steam, bei dem Spiel. Ich habe mir jetzt übrigens. Hier ist ja Lotta fast Englisch interessanter, weil du aus gemischte Community hast, irgendwie, ne? Ja, aber dann komme ich, glaube ich, total durcheinander. Wenn das möchte. Was sind die Overkill-Weapons? Ich habe mir jetzt statt Munitionstasche habe ich mir jetzt Medikit hier geholt. Ich würde vorschlagen, zwei Munitionstasche und zwei Medikits, oder? Ja. Die gemischt sind. Dann bleibe ich bei meiner Munition. Aha. Cool. Vergiss nicht auf den Skill zu equippen, dafür Medic. Ich mache auch über Medikit. Habe ich denn jetzt hier alles? Ausstattung? Ja. Den Skill? Ja, ganz unten beim Loadout hast du noch Skills. Da müsstest du jetzt mit deinem Level wahrscheinlich 3 Skillpunkte haben. Genau, ja, habe ich auch. Und da kannst du halt Medic auswählen anstatt. Das Armor-Äquivalent. Nein, du meinst bei Einsatzobjekt, oder? Wenn Duria redet, höre ich Duria das Spiel auf jeden Fall. Also für Info. Okay, aber ich bin eigentlich. Ja, Munitionstasche. Panzerungstasche gibt's auch noch. Live, kannst du mal ganz kurz bei mir gucken? Was soll ich gucken? Mit Fertigkeiten, was ich hier drücken muss. Achso, ich gucke mal. Achso, bei dem Streamer, ja. Ja, bitte. Dann nimmst du das, einfach draufdrücken, auf das, was du haben willst. Du hast 3 Felder frei, nee, 2 Felder hast du frei. Drückst auf Fertigkeiten drauf, willst das aus, was du haben willst von denen. Sanitäter,
Du hast einen Voller von Feuerstein Firestone bekommen. Ja, und dann nimmst du einfach das, was du möchtest. Keine Ahnung, ich habe zwei irgendwas angeklickt. Ja, Munitionsspezialist und Sanitäter, okay. Jo, vernünftig. Danke. Jo, aber warte mal, jetzt haben wir drei Sanitätertaschen, oder? Weiß ich nicht. Sidoriel hat eine gehabt. Genau. Ich hatte mir auch eine, aber wenn du hier eine hast, dann würde ich dann doch wieder auf die Munitionstasche wechseln. Oder Panzerungstasche, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist. Okay, ja. Panzerungstasche. Die ist auch gut, ja. Panzerung. Ja, dann nehme ich das, ja. Okay. Ich meine, Panzerung verlieren wir als erstes. Ja und Heilung ist wichtiger als Munition, weil die droppen auch überall. Die auch gut, auf jeden Fall. Die Munition droppt irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit. Ja. Ja, gefühlt schon. Okay, dann gehe ich. Achso, warte mal. Moin, Taki. Ich muss mich, glaube ich, wieder in die Gruppe einladen. Okay. Jo. Ja. Jo. Ich hoffe, die fixen das, dass aber man, das ist halt, dass er sich das merkt, in welche Gruppe man, also man eben ist, dass ja, man dann die Party müsste wieder einfach bestehen bleiben. Ja, eben. Dass vielleicht man halt freiwillig rausgeht. Wenn man nicht ins Menü zurückgeht, sondern wenn man dann vielleicht direkt eine neue Runde startet oder so. Vielleicht wenn man ins Menü zurückgeht, ist halt raus. Stimmt, nach der Runde kann man unten auf Restart klicken. Also ja, vielleicht geht's damit, ja. Ah. Wisst ihr, wie man die Overkill-Waffe auswählt? Ich hab keine Ahnung, ne. Keine Ahnung. Ich glaube, interessiert, ob man das müssen wir auch schaffen können, ohne jemanden zu töten? Ja, auch ohne, dass die Polizisten kommen und so. Aber ich glaube, es ist so schwierig für uns. Können wir mal versuchen, ja. Versuchen wir auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall, konnte ich das Fenster aufschneiden, dann konnte ich da durchhüpfen und konnte den Typen so überwältigen und dann konnte ich ihn zu Boden bringen und fesseln. Genau. Das hat auch wieder funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir halt, also in diesem privaten Bereich hinten sind halt so ein paar Wachen und die dürfen uns dann eben nicht erwischen. Da müssen wir so ein bisschen rumschleichen. Genau. Okay. Okay. Junge, wie ich aussehe, Mann. Genau. Zwei Medis, Panzer, Muni-Tasche. Ja, perfekt. Oder an The Dark Knight denken, Batman, die mit Joker und so. Na voll, ne? Hier mal an, auch diese Masken auf alle. Ja, stimmt. Ich hätte halt eigentlich viel besser Harley Quinn sein können, ne? Chat schreibt, die Overkill-Weapons kriegt man, nachdem man einige Objectives in einem Banküberfall erfüllt hat. Ja. Es würde mich ehrlich gesagt nicht mehr wundern, wenn die vielleicht einfach noch nicht implementiert sind. Weil ja, das kann sein, ja. Gerade. Ach, ich hatte gar nicht die Munitionstasche ausgewählt letztens, also. Ist doch gut, du hast jetzt der Sunny mit, ist doch in Ordnung. Musst du noch auf Bereit klicken? Wir sind noch dreimal plus, aber das interessiert mich nicht, 5, oder? 4, 3, 2, 2. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. Gerade so noch. Gerade so. Gut, dass ihr runtergezählt habt. Zeit 14 Minuten. Ah ne, 14 Uhr. Sorry. So, auf ein neues. Bleib schon einfach so am rumrennen. Keep your eyes open. The door through the gate is magnetically sealed. Make sure you take out the power. Trenn dich drum zuvor zur Schleuse. Find the power source and turn it off. Ach so, das heißt, also es wäre schon irgendwie ganz cool, wenn der Raum hier, ach so, nee, da ist ja der Tresor, ja, logisch. Kann ich den jetzt überwältigen da vorne? Also ich hab's vorhin so gemacht, dass ich links um das Gebäude rum bin und hinten kann man dann so ein Schloss knacken. Okay, ich glaube, ich wurde schon gefunden. Oder was? Wer war das? Okay. Nee, alles noch gut. Ist noch ein noch. Oh nee, das ist rotes Ausrufezeichen. Louis? Ja, ich bin weg. Louis? Oh, der will irgendwer mit Handschellen. Auf jeden Fall weg von ihm. Hinter dir ist jemand. genau, geh weg. Genau. Also ich renne jetzt einfach hier hoch. Okay, der ruft irgendwie seinen Walkie-Talkie an und einer läuft halt hier rum mit so Handschellen. Okay, ich glaube, das war Durial. Oh mein Gott! Jetzt kommen ganz viele zu mir. Oh. Looks like you're gonna need a red key card. Ah, fuck, das ist
So viel dazu. Wache ist auf einen Feind getroffen. Ah, verkackt. Fuck. Schon verkackt. So, ich bin auf dem Dach und warte, dass der Termit wieder kommt. Ja. Dann sind so eine, diese Taschen liegen da rum, die müsst ihr holen, denn einfach in das, ich klicke in das Termit oder einer von euch und dann kann man das mal reinschmeißen, dann drin das halt irgendwie schneller. Ja, ich guck mal wo. Ach, da ist eine Taschen. Genau, Mario, könnt ihr mir das mal bitte sagen? Wer will die. Hä? Ah, sorry, Leute. Achso, die Muni. Achso, Ich hab grad aus Versehen nicht geblutet. Was denn? Hä? Wo seid ihr denn? Da oben. Oh. Wollte eigentlich. Oh mein Gott, das war so Louis. In der Schließfahrt des Managers. Ja. Das könnt ihr mal machen, ich bleibe auf dem Dach. Ja genau, wo findet man das denn? Ist, wird da irgendwas angezeigt, ein Symbol oder so, wo das ist? Also die, das irgendwann, die Tasche kommt gleich. Kommt zum Zeichen. Also das Schließfach des Managers, ist das dieser Pfeil, der uns angezeigt wird? Ja. Ne, der Pfeil ist da unten, ist ein anderer. Der innerhalb von euch, glaube ich, gesetzt. Okay. Warte, das ist auch, da ist die Ausrüstung. Jetzt ist sie da. Diese Tasche, die wir droppen. Ah, jetzt. Ah, okay. Die sammelst du ein. Ich sammel die. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Ich bin doof. Ich bin doof. Außen gerettet werden. Ich bin vom Dach gefallen. 23 Sekunden. Oh, Hilfe, 20 Sekunden. Ja, du, Rehle, ich glaube, so mir. Schnell komme ich leider nicht nach unten. Du, Rehle, schaff das. Dich. 15 Sekunden. Ich kann schieben, Dure. Und. Dankeschön. Geil. Super. Au. So, Tasche hab ich. Oh, shit. Das Termit muss halt schnell liegen, weil das dauert immer ewig. Hast du ja gesehen. Hast du deine schöne Zeit, das zu brennen? Ich das hier. Ich komm. Hier. Was muss ich jetzt hier machen? Puh. Ich stehe hier irgendwo drauf. Hier wird mir irgendwas angezeigt. Aber ich weiß nicht, was ich drücken. Ja, das bin ich. Warte. Achso. Jetzt anzünden. Ganz raus, Mann. Nein! Oh. Wenn ihr das gute Zeitfeueralarm auslöst, genau. Und jetzt können wir diese Taschen holen. Seht ihr auf der Karte? Den müsst ihr gerne holen und dann könnt ihr da reinschmeißen. Dann brennt das schon schneller. Ja. Ah, okay. Oh Gott, ich bin dann. Oh Gott, ich sterbe auf dem Dach. Oh Gott, ey. Ich wollte eigentlich. Nein, ich hab die Munitionstasche getroffen. Ach, die rote Schlüsselkarte wird gebraucht. Okay, die habe ich nicht. Ich hab eine blaue hier. Blaue, ja. Nee, ich brauch eine rote. Achso, am Dach, das Ding, die Tür da oben. Genau, die brauchst du nicht. Die ist nicht so wichtig. Der Zinton. Ah, okay. Sprinkleranlage mache ich aus. Okay, ich glaube, ich. Hat das Termit? Ja. Dann kommt runter. Schmeiß die rein. Nein! Jetzt hab ich die Shotty. Wieso wird mir nichts angezeigt? Einfach Q werfen oder was? Ja. Boom. Ja. Ja. Drin. Geil. Sehr gut. Oh, die Shotgun ist geil. Vielleicht nehme ich das nächste Mal auch mit. Ja, verdammt. Hat wer Heilung für mich? Ja. Wie mache ich das mit X, ne? Mit X. Der Springer muss wieder aus. Ihr müsst drauf achten, ne? Also hier ist wieder Springer wieder aufgemacht. Da liegt jetzt das Medkit, Lotta. Perfekt. Wo? Da. Ja. Kann man irgendwie markieren oder so? Mit F. Zurückhalten. Du bist bereits bei voller Gesundheit, hä? Genau, ja, dir fehlt nur Panzerung. Dir fehlt nur Panzerung. Panzerung, genau. Weiß ist Gesundheit. Ach so, das ist der Panzer. Okay, ja, dann kannst du wieder einstecken. Haben wir auch verpeilt, genau. Wohin. Oh mein Gott. Habt ihr das reingeschmissen, das hier, Termit? Wie kann ich das wieder aufnehmen? Kannst du nicht. Ach, man, nicht? Das liegt jetzt einfach nee. Da. Okay. Okay, das ist sad. Gut, ich hab noch eins für nachher. Da oben sind wieder Termittaschen. Wie kann man denn den Sprinter ausstellen? Das ist ein Pfeil, dann kannst du hingehen und dann einfach drauf drücken. Ah, okay. Aber ich habe jetzt oben ist noch eine Termittasche, die könnt ihr auch. Ach, das hat schon noch nicht. Okay, cool.
Genau, live, du kannst dir ja auch mal ein bisschen Leben gönnen. Ich sterbe ja nicht. Nee, live ist ja ein Pro. Nee, ich guck gleich mal. Aber live braucht kein Leben, genau. Live braucht kein Leben, oder ist auch so. Richtig Leben genug. Ja, und genug ist halt relativ, ne? Okay. Oh, die ist viel geiler. Ich glaub, die muss ich auch mal ausprobieren. Spreng da, bin ich jetzt. Ah, jetzt gibt's die, ist okay. Ausgemacht, ja. Ah, oh, okay, cool. Live die Shooter-Maschine. Voll, Alter. Sehr schön. Oh, ich kriege mal auf den falschen Kopf. Das heißt, diese Taschen werden dann irgendwann immer gedroppt und die müssen. Oh Gott. Also random gedroppt. Ja, ja, ganz gut. Ah. Ah, ja. Ja. Sag mal, du wärst gut hingerichtet hier. Ja. Ja, wir beiden. War gut. Oh! Du bist Stress. Alter, diese Shotgun ist aber echt übel. Schock mit der irgendwie so lustig. Ja. Okay, ich glaube, die brauchen wir. Sniper auch. Sind auch weg. Ja doch, ich nenne mal schon auf den Kopf, schießen, nur ein Schuss. Ah! Hilfe! Da ist noch einer. Schief. Also langsam ist man durch. Ja, ja. Was? Helf nicht. War da oben noch was? Oben war nichts mehr, ne? Im Moment nicht. Ne, wir müssen. Okay. Ne, genau, ist gerade. Wir müssen nur warten, dass durchbrennt hier. Okay, und den okay. Feueralarm löschen, falls er kommt. So. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen, dass keiner stirbt. Ne. Oh, da müssen sie nur, glaube ich, richtig Mühe geben und planen. Das ist, glaube ich, im Spiel nicht so einfach. Ja. Waren wir nicht in der letzten Runde alle dabei oder wer ist da gestorben? Ah! Haben wir alle überlebt, ne? Ja, ich glaube schon. Ich meine, Sie meinen die Zivilisten und Polizisten und so, genau, dass wir halt wirklich keinen töten, sondern uns wirklich so sneaky wegstehlen einfach. So, achso, verstehe. Hm. Schwierig. Oh, jetzt. Ja, jetzt kommen wir rein. Jetzt geht's. Cool. Genau. Jetzt müssen wir diese Dinger wieder hier ganz vorsichtig. Plündert den Tresor, okay. Entschärfen, ganz schnell. Abfahrtone entschärfen. Warte mal. Ah, jetzt. Seid ihr hier? Komm ich wieder zu euch? Habt ihr alles? Ah, zwei nicht. Ja, ich weiß nicht, wie ich zu euch komme. Jetzt schnell die Tresordinger wieder aufmachen. Ja. Ins Loch? Ins Loch rein, genau, wo es Termin ist. Ja. Oh Gott, cool. Ich hab einfach eine Granate reingeworfen. Okay. Sie wird alle Türen auf einmal aufmachen. Gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Wahrscheinlich auch schwer, ne? Sag mal, kann man nicht. Es tut mir so leid, ich. Ich krieg nicht mal hin, F zu drücken. Ich werde erschlagen. Das ist okay. Was? Alter. Da! Kann ich die Tüte nicht so machen? Nein! Oh, what the fuck? Wir können jetzt auch schon wieder los, wenn wir wollen. Ja, aber wir haben doch noch nicht alles geknackt. Nee, genau. Ich meine, wir sind jetzt wieder auf dem. Aber es muss doch auch möglich sein, dass wir zweimal laufen. Ich glaub nicht. Ich glaube, dafür ist es zu knapp, oder? Diese 8. Ja, diese warum acht würden dann so viele. Wir werden, wo wir hier diese Farbmoment schärfen, das müssen wir schaffen. Nehmen wir die Typen und schießt auf mich. Es gibt halt zweimal vier von diesen fetten Bags. Deswegen dachte ich, man läuft wahrscheinlich zweimal. Ja, vielleicht hier. Mann, bin immer. Wer ist das hier immer? Oh! Oh mein Gott. Was ist das? Ich sehe weißes Licht. Mit Granate.
Stimmt, Granaten könnte ich auch mal werfen. Ich denke gar nicht so dran. Geld nehmen. Oh, keine Beute. Ah. Was ist das hier? Würfel mal auf Stealth. Hallo. Das kann sein, dass man zweimal laufen kann. Junge, was ist das für ein Giga-Chat hier? Der ist unbesiegbar. Ich hab's noch knapp davon. Ich hab überall noch Geld drin ins Gesoren. Also, den ich gebootet. Ich versuche eigentlich alles mitzunehmen. Ja, okay. Hier kommen gleich ein paar sehr fett gepanzerte Leute. Ja, lass, wir können auch abhauen, ja. Jetzt, wir haben alles. Wir haben okay. Alles, okay. Ja. Abhauen! Ab von der Hof. Oh Gott. Räumt den Bereich. Okay. Ja. Achso, da war aber nicht dieses komische, wie der Finger wieder ist. Ja. Lotta, komm mal her. Hallo. Ja. Oh, ja, danke schön. Danke. Ah, okay, das mit dem Finger hast du gerade gemacht. Und da. Ah, ja, okay. Sind noch irgendwo. Jetzt müssen wir alles erschießen, was kommt. Genau. Das können wir am besten. Halt durch, bis das Fluchtfahrzeug da ist, ja. Yes, dann mit Q okay. Reinschmeißen wieder diese Pakete. Mit Q reinschmeißen, okay. Ja. Dauert halt nur leider ein bisschen, bis der Heli steig aus, wir wollen hier schießen. Ja. Let's go. Krieg ich irgendwo her Ersatzkugeln? Ja, hier, da seien sie gerade angefangen. Das seien sie da? Wo ist der Ninja hier? Ja, ich weiß, ist der Ninja? Ach da, oh mein Gott, hinter uns. Ich hab meine Elektrode schon. Achso, okay. Ich muss hier weg, wir machen hier richtig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich mach mal eine Granate hin. Spaß damit. Und noch eine. Aha, oh. Oh, sehr gut. Heilung, haben wir noch Heilung irgendwo? Ja. Hier hinten, ja. Wo da hinten? Wo ich probiere gerade hinzugehen. Wo die wahrscheinlich leer ist. Wo wir herkamen. Genau, da wo wir hergekommen sind. Ah, da können wir nicht mehr hin. Ne? Ah, hier ist der. Da rein. Falsch rein ins Auto. Ja, aber ich. Ja. Ich hab's auch nicht. Ich muss in die Deckung gehen. Eure Taschen reingeschmissen? Ja. Ich noch nicht. Ja, dann, ich glaube, lange geht's nicht weiter, was, ne? Ja. Ich versuche mal durchzukommen. Ich bin down. Ich bin down. Ich here bin we down. Go. No. Escape, escape, escape. Ja, okay, ich bin gleich wieder down. Ich bin auch down. Team Fleet, wir müssen da hin. Hier hin. Dann schaffen wir das. Aber das ist die Kur. Nein, ich bin wieder down. Okay. Danke. Hier ist eine Figur hier vorne. Ja, was? Andy, hier. Hilfe. Ich kann nichts. Oh nein! Ich bin nicht tot. Ja, wir hätten uns alle in diesen Bereich reinstellen müssen. Ja, ist witzig. Hi, Sonic. Ach nein. Wir hätten uns alle in diesen Bereich reinstellen müssen. Dann hätten wir es geschafft. Wie knapp. Das war super knapp. Oh nein. Schade. Gut, der Anfang war schon recht skafft, ne? Ja. Yeah. Lass mal probieren, Stealthy. Jo. Klick mal unten auf Restart Level, by the way. Aha. Vielleicht kommen wir da direkt wieder rein. Ja. Ich hab jetzt Level neu starten gemacht. Sehr gut. Oh, null. Einfach nichts. Ist aber auch nur diese eine Map, ne? Bisher. Ja, das ist ein bisschen sad. Mhm. Ist das Beta, ne? Oder nicht? Oder das ist das Beta? Ja, das ist Beta. Nee, das ist Beta, ja. Wisst ihr schon, wann das Game rauskommen soll? Oh, da habe ich keine Ahnung. Weil wir müssen mal Square, dann nehmen, was oben steht, ne?
Tür so rum. Wir wissen ja, was wir machen müssen, aber das müssen wir genau dasselbe müssen machen, nur Stealthy halt, ne? Ja, das ist. Wenn die Stromzufuhr zur Schleuse, wo ist das? Wir können halt, wir können links rum. Wo, oh, ja, ich wollte gerade sagen, wo sieht man das dann immer? Immer die Symbole, die angezeigt werden in der Mitte, ne? Mhm. Ja, da müssen nicht wir durch. Hin. No. Wie gesagt, man kann links einfach ums Gebäude rumlaufen. Ach, am 21. September wird das Spiel released. 21. September? Wahrscheinlich müssen wir jeder... Einer läuft draußen rum, der andere geht aufs Dach, der andere... Weißt du? Irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Danke. Aber sobald wir da drin sind, glaube ich, sind wir dann in... genau, dann sind wir, glaube ich, müssen aufpassen. Ja, drin ist halt echt... da müssen wir wirklich vor den Wachen ein bisschen sneaken. Okay. Der ist auch ein bisschen suspicious. Es ist schon einer davor. Oh, da kommt einer hinter uns. Der ist schon sehr hinter euch, ja. Verstecken, verstecken, verstecken. Oh, das hat, glaube ich, nichts. Oh, oh, er rennt jetzt hinter euch her. Der ist okay. Er weiß nicht, wo wir sind. Er sucht uns, aber... Ist noch einer. Da ist einer links. Oh Gott. Kann ich mich nicht anschleichen? Irgendwann haut er bestimmt ab, oder? Soll er arresten? Ja, okay, ich weiß. Ja, das steht direkt vor dem Typen. Komm ich denn hier? I'm sorry. Komm ich denn zu euch? Das war's. Hä? Wieso will er mich denn jetzt verhaften? Ich hab da wird er hier nicht sein dürfen. Das ist schon ein bisschen scuffed, Junge. In diesen Bereich darfst du nicht rein, dürfen nicht reingehen, deswegen. Oh. Das ist ja... Wie kriegt man das denn hin? Immer so eine Vollkatastrophe hier. Vor allem wie die Typen da direkt so ihre Maske aufsetzen und einfach alles umnieten wollen. Ist so. Direkt Maske auf. Ich mach aber den Tresor auf. Diesen Safe mal nicht mehr. Mach das. Geht das Knalle schon wieder los, ey. Wir sind irgendwie anscheinend nicht gut genug, um zu... Das spielen. War ein Civilian? Was? Der Sie Typ war ein Civilian? Niemals. Nee, die Autos kann man nicht klauen hier. Autos klauen wäre cool. So, Tresor ist offen, gelb mitnehmen. Hätte Beute. Wie Tresor ist offen? Das ist so ein Tresor beim hier... Ach so, beim Manager da unten, ja, meinst genau. Du? Ja, genau. Okay. Ich weiß nicht, was das zu bringt. Wartet auf die Ausrüstung. Wo war nochmal die Ausrüstung? Komm irgendwann auf dem Dach. Ach so. Verhandlung, Austausch von einer Geisel, um Angriff zu verzögern? Okay. Okay. Sehr interessant, wenn man was schwer spielt, so, ne? Ah. Sollen wir jetzt aufs Dach gehen? Ja. Ja. Also an sich braucht nur einer aufs Dach. Jetzt das Ding da. Da unten sieht diesen Koffer, den muss einer holen. Ah. Uriel macht das am besten schon da. Nach unten? Okay, ja. Jockey ist mal woanders. Okay. Die muss jetzt hier platzieren, genau. Ah. Und dann können wir noch mehr holen. Genau. Noch mehr von oben? Großes also, Geld ist Payday DLC. Perfekt. Und jetzt müssen irgendwann gleich mehr kommen. Ja. Achso, mit F noch anzünden. F muss man anzünden. Zeig dir mir. Achso, ja. Jo. Ah. Oh mein Gott. Es sind zu viele. Ah. Auf jeden Fall gucken, dass wir Heilung am Ende hinschmeißen können beim Transporter, wo wir mehr sterben. Oder ich glaube, da wäre es besser, ja. Genau, dass wir möglichst lange durchhalten. Ja, stimmt. Das macht Sinn. Auf jeden ja, Fall. Ich bin mal aufs Dach hochgekommen und jetzt nochmal mit. Termit? Ja. Deine unten das Termit holen. Mann, wie komme ich denn runter? Jo. Nein, nicht hier durch die Tür, die Treppe, aber hier sind gerade sehr viele. Oh, was ist hier los? Ja, deswegen, ich guck, dass ich die irgendwie alle aufhalte. Ja. Hier ist alles voller Polizei. Oh, hier in der Toilette sind Heilkits drin. Hab ich gedacht. Okay. Rein, hopp. So, noch mehr. Wo war denn? Achso, warte mal, da ist ein Koffer. Wo ist der scheiß Koffer? Draußen anscheinend. Ja.
Ich hab ihn schon. Ah, da. Ah, okay. Sehr gut. Oh mein Gott. Die armen Leute, die rumlaufen. Ja. Boah, ich glaube, so ein Spiel kann ich echt nicht auf Comfy spielen, ne? Das ist so. Nee, nicht. Okay, Ach, hier, los. Was ist hier? Ach, hier. Also, ich muss echt sagen, ich habe den Anfang des Spiels noch nicht so richtig verstanden. Das, was wir machen gerade, soll man schaffen, ohne entdeckt zu werden. Ja. Okay. Also ja. Du kannst die Leute, also die Polizisten, nichts habe ich getestet, aber die, so den Manager, den kannst du auch so von hinten dann anschreiten und dann fesseln. The Friendly Fire ist aus, ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon sehr aufgestorben. Aber sind die oben? So, eine nehme ich mit. Ich schnapp mir auch eine, ja. Ich versuche trotzdem nicht zu schießen, wenn einer der Freunde vor mir steht. Ich glaube, langsam komme ich ins Spiel rein. Dauert noch ein bisschen. Also ihr habt jetzt alles, ich habe jetzt nichts, ne? Ne, alles gut. Wir machen das schon. Nee, da waren eh nur zwei. Und du stehst rum und siehst gut aus. Das ist deine Aufgabe. Genau. Du lenkst sie ab. Naja. Komm, verteilen wir sie. Meine Maske? Ich hab hier. Oh, springt aus. Ja, sehr gut. Mach ich. Ich denke mal, das verzögert das einfach nur, ne? Wenn das Ding an ist, in der Zeit brennt das, dann denke ich einfach nicht und dauert einfach nur länger. Mehr ist es gar nicht. Mhm. Ach, das ist der Feueralarm. Jetzt weiß ich auch mal, wo der ist. You have 30 seconds until the assault. 30 seconds, okay, komm neuer. Herumballern oder Stealthy an der Bank zu Raum ist doch schädlich nicht. Also so wegen Health und so sehen wir eigentlich alle ziemlich gut aus gerade. Am Anfang immer, ja. Noch. Hier im Gebäude geht's immer noch. Draußen ist es echt. Draußen ist echt. Und dann müssen wir alles umschmeißen dann, ja. Oh, Vorsicht, Granate. War der geschmissen? Nee, das war der Typ da vorne. Aha. Sack. Wenn wir unten, pass auf, wenn wir unten jetzt reingehen, ne? Ja. Dann müssen wir diese komischen Geldkassetten-Dinger, dann müssen wir das irgendwie so darin schärfen. Das müssen wir jetzt schaffen. Ich glaube, jeder von uns beiden macht immer zwei. Patronen da. Ich mach die ersten beiden. Lotte macht 3 und 4. Luria macht 5 und 6. Und Louis macht dann 7 und 8. Das ist aber irgendwie nichts hört. Oh Gott, das kann ich mir nicht merken. Du machst 3 und 4, oder? 3 und 4? Okay. Ich mach ganz rechts. Genau, genau. Lade. Der mag dich. Ja. Ich muss mir merken, dass ich wer auf den Kopf ziehen muss und nicht auf die Hoden. Aber ganz ehrlich, meine. Was ist einem lieber? In den Kopf zu schießen oder in die Hoden? Ich glaube, ich könnte auf beides verzichten. Ich glaube, Kopf ist besser, dann ist man direkt weg. Ja, gut. Und die Hoden behält man dann sogar noch. Genau. Voll. Ist halt schmerzhafter. Bei dem einen bist du direkt tot, bei dem anderen spürst du den Schmerz noch. Das stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Zielen über Kim und Korn schlechter ist als normal. So ein einmaliges Munitionsausding. So weird. Ah, okay. Du kommst das auch gerade. Nee. Bitte Tresor locken. Ja. Könnt ihr das erlauben? Ah, noch nicht rein. Oh, ich bin schon drin. Nee, ich meine jetzt durch die Tür noch nicht. Das meine ich. Also die Tür nicht knacken, meinst du? Jetzt mache ich auf, jetzt seid ihr alle da. Okay. Sind wir wirklich alle da? Nee, einer fehlt. Jetzt sind wir alle da, okay. Okay, und los. Okay. Eins habe ich. Zwei habe ich. Ja, oh Gott, den hier, okay. Ich nehme das Geld. Was ist das denn? Ich habe jetzt vier Stück gemacht.
kann halt nicht mehr tragen, ne? Du kannst halt nur eines tragen, ja. Man kann nur eins tragen. Oh Gott. Deswegen meinte ich ja, wahrscheinlich kann man zweimal laufen. Ja, denk mal, wenn man, aber nicht so mit dem Kopf, das geht jetzt nicht. Das ging am Ende auch nicht. Na, wenn dann in der Ziel-Version, ne? Wenn halt ja, genau. Genau, am Schluss, wenn das Auto schon da ist, glaube ich. Jetzt Dinge aufmachen, genau. Und ab und zu kommt mal so ein Typ und dann müssen wir auf den müssen wir aufpassen. Ja, okay. Ich halte die Stellung mit den Löchern. Gute Idee. Jo. Der Jan wieder, ey. Jan mit seinen Twitch-Mechanics, okay. Ey. Dann glaube ich lieber hier so hin. Da gehört, irgendwas kommt jetzt rein. Ja, ich bin da. Soll ich jetzt noch weiter rechts einfach? Ich mach einfach rechts. Ich hab Plünder einfach. Ja. Alle aufmachen, ja. Jo. Die Gier. Die ja, Gier. Ach, die müssen auch noch mitnehmen hier. Das darf ich nicht vergessen. Genau, in den Tresoren sind auch teilweise große drin. Also die kannst du nur mitnehmen, wenn du die in anderen nicht genommen hast. Mhm. Also, ich hab die aufgemacht, war auch nicht gelootet, die Tür, ne? Ich kann's auch noch Geld drin liegen. Ein Typ. Ja gut, danke. Ja gut. Hallo? Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Ja. Los, geht los. Ja, dann lass abhauen. Ja. Ich renne eh hinterher. Okay. Let's go. Im Game oder ja? Ja. Ah, im Game nicht, nein, ich renne ja. Im Game. Das Geld ist zu schwer. Oh, unangenehm. So, einer ist mal aufgeschalten. Ja, der andere auch. Ich bin tot. Oder? Oh mein Gott. Boah, alles hingerichtet. Oh mein Gott. Da sind wir wieder durchhalten. Ja. Lass mal jetzt hinlaufen und dann da mal bitte dieses Heilding und so platzieren. Ich hab doch noch diese Panzerung. Ja, lass mal alles da hinten platzieren, dass alles auf einen Haufen haben, würde ich sagen, oder? Da wo der... Oh! Hilfe! Oh mein Gott! Komm. Was für Karate-Kids hier wieder? Danke. Was? Ich liege. Irgendwie... Ist nicht mehr... Ich steh das nicht. Warum steht man manchmal auf? Ich brauche Heilung und alles, ne? Ich bin tot. Ich schmeiß hier. Ich kann Heilung werfen jetzt. Hier? Einfach? Hier liegt. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich bin down. Oh, Hilfe. Danke. Oh, Heilung, sehr gut. Ja. Ich schmeiß mal. Oh mein Gott. Ich schmeiß mal hier mein Ding hier rein. Okay. Wow, mein Gott. Mann! Brauchen wir nur noch Ammo? Wie? Munition? Ja. Achso, warte, Munition mach ich auch noch. Oh Gott. Oh, what the fuck. Wo kommt das alles her? Ach, Scheiße. Oh. Okay. Ah, das sieht nicht gut aus. Oh, der Transporter ist da. Reinschmeißen. Hab ich. Achso, ich hab ja gar nichts gehabt. Jetzt könnten wir theoretisch nochmal gehen. Ja, hier hin. Team Feed. Hier müssen wir hinstellen. Seht ihr in diesen Kreis? Komm rein. Komm zu mir. Ja, aber wir könnten theoretisch jetzt noch mehr klauen, Leute. Wir könnten noch mehr klauen. Ja, aber jetzt. Ah. Aber wir, ja, okay, Mann, du meinst, das schafft das man so? Das wusste ich gar nicht, dass man da, dass es da so eine Ecke gibt. Ich dachte, ja. Wir müssen immer auf den Heli warten. Nee, okay. das ist so ein Rechteck um den Wagen rum. Man könnte es testen, dann nochmal zurückzulaufen, nochmal Geld zu holen, das stimmt. Ja, das aber macht ja die Sache doch ein bisschen einfacher dann, wenn man nicht mehr auf den Heli warten muss, weil dann geht's halt richtig ab, weil ich hatte noch Granaten und alles übrig. Ey, aber das war gerade voll die gute Idee, das mit den Medkits ganz am Ende zu machen. Ja, total. Ich wollte das vorhin schon machen, aber wer gestorben, hätte ich es nicht vorher geworfen. Ja, klar. Man hat ja in der Bank ja auch teilweise, wie du ja schon sagtest, im Bad ja auch Heilungsmöglichkeiten. Und ich habe einen Schrank gefunden, da war auch Munition drin und so. Genau. Ja.
Aber guck mal, Medikit können wir ja eins zumindest am hinten. Wenn jetzt zwei Leute Medikits dabei haben, eins am Ende hinschmeißen, eins mittendrin, wenn, falls nötig. Ah, ja, genau. Zwei Medi, einmal Panzerung, einmal Muni ist eigentlich ganz gut. Kannst du weitermachen? Weil drei, zwei. Ich kann nur weiter zum Hauptmenü machen. Ach so. Vielleicht aber ganz gut, da können wir es mal neu equippen oder so. Kann man nur einmal einen Restart machen? Das ist ja auch weird. Ja, das ist irgendwie cool. Nicht auch so jetzt. Ich bin jetzt Stufe 7. Wisst ihr, was ich doof finde? Also jetzt aus Developer-Sicht, ja? Ja. Wenn ich eine Beta testen will, warum machen die das so, dass man wirklich die letzten Waffen dann noch mit Levels anlocken muss? Das ist doch irgendwie... Damit die Beta gespielt wird wahrscheinlich dann auch. Ja, aber wollen die nicht, dass die Leute die testen? Ja. Vielleicht wollen sie testen, ob die Funktion, das Freischalten immer funktioniert oder so. Okay, ja, okay, fair point. Und hier eingesetzte Sanitätstaschen, also Sanitätstaschen haben zwei zusätzliche Ladungen, kann man, finde ich, jetzt auswählen. Aber da ich kein Sanitäter bin, bringt das nichts. Nee. Da habt ihr das ja auch oben. Das ist zwar Fertigkeitspunkte oben. Bitte. Eine Tasche mit Seilrutsche? Oh, das ist eigentlich ganz cool, wenn du dann... Ich habe halt auch schon überlegt, die Zipline, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich wüsste nicht, wo ich die anbringen soll. Ich muss die ja vom Dach irgendwie auf die Straße, dachte, aber... Ja, wenn man auf dem Dach ist, wenn irgendwie unten so ein Hermit-Dings da ist, um das ins Feuer zu werfen, dachte ich vielleicht. Aber okay. Ja, ich glaube, ich stelle mich da auch eher ein bisschen dumm an. Ich glaube, ich gönne mir mal eine andere Maske. Ah, stimmt, die kann man auch wechseln. Nehm mal der Phantom. Ach, und die Waffen kann man, da kann man auch die Farbe ändern bei den Waffen. Ja. Auch cool. Ich würde gerne mal auf die Fertigkeitspunkte bitte nochmal gehen. Wo? Bei den Fertigkeitspunkten. Ja? Dann hast du ja diese ganzen Seiten. Oben hast du zum Beispiel die oberen sind alle für Heiler. Da macht das zum Beispiel Sinn und du musst immer den ersten musst du auswählen, damit du dir dahinter auswählen kannst. Ja, wenn du den ersten nimmst, bei Nummer 3 hast du extra Dosis von dir eingesetzt, deine Tetertaschen haben zwei zusätzliche Ladungen. Das klingt ziemlich stark. Every 35 bullets you shoot gain edge. Ah, okay. Alter, richtig edgy. Ah, okay. Aber dann, okay, cool. Weil ich habe dasselbe bei Munitionstasche, das habe ich nämlich schon freigeschalten. Habe zwei zusätzliche Ladungen. Und Edge ist und Lotter, 10% extra Damage. Junge! Panzerung habe ich gesehen. Tank? Deine Panzerungsteile haben 20%. Oh, das kann ich noch nicht auswählen. Okay, aber jeder ist ja so die... Einfach pinke Waffen. Ach so, weil ich nur drei fertig... Ach so, ich muss eine ablegen. Ich verstehe. Ja. Dann, du belebst Crewmitglieder 20% schneller. Ist natürlich schon strong. Ja. Den ersten muss an sein, damit du dahinter auswählen kannst. Also du müsstest den zweiten wegnehmen. Rechte Maus dazu. Ah, okay, danke. Damit ich bei dir zugucken kann hier. Mache ich das hier. Tank. Genau. Und da ich Muni mache, mache ich Muni, dann passt es auch. Ja, ja. Cool. So. Wir haben jetzt 400, ich habe 400.000. Ja, ich habe jetzt schon mir eine neue Maske gegönnt. Ah, hier ist eine neue Waffe. Ach, der Händler. Maske. Was ist denn eine Preset-Waffe? Da kommen nachher noch bessere Waffen. Und so. Das dauert immer Stufe 10, Stufe 15. Ja. Stufe 9 habe ich. Oh, ach so. Ich kann den Charakter wechseln. Ach so, das ist für, ist für hier, bezahl mal Geld. Okay, ja, verstehe. Dann, nee, danke. Da war eh, glaube ich, jeder eine ausnehmen können. Ich kann meine Waffe irgendwie gar nicht ändern. Da steht dann, du hast nicht genug Ziel. Ja, weil das die Währung ist für echt Geld. Ach. Ach, stimmt, ja, da steht ja da 300 von denen und dann diese Stacks. Ach, Mann. Ab Stufe 10 gibt's einen Revolver, das brauche ich als Pistolenersatz und so. Ja, okay, also eine Runde noch, dann kann ich sogar schon was Neues nehmen. Ja, schade. Cool. Maske, scheiß drauf. Es wäre natürlich cool, wenn wir es mal schaffen, ohne, so wenig wie möglich zu erschießen oder beziehungsweise sogar so einen Run zu machen, wo wir einfach nur stealen, ne? Ja, das wäre sehr nice. Aber ich glaube, da müssen wir uns echt mal krass absprechen. Ja, wir werden irgendwie immer gesehen. Ja, wir dürfen nicht zusammen umlaufen. Jeder muss so seine Aufgabe haben, glaube ich. Ah, okay. Weil wo Lotta reingegangen ist, da war das Tor ja offen. Und wenn du dann drin bist, ab dem Moment bist du quasi ein Feind für die. Da darfst du nicht rein und so. Und da haben die auch wieder gemacht. Mich hat das auch gesehen. Also. Genau. Das heißt, so einer vielleicht vom Gebäude draußen links rum, einer rechts rum, einer ist vielleicht drin. Oder vielleicht sind zwei sogar drin. Drin ist aber doch noch mal ein bisschen trickiger, glaube ich, ne? Als wenn man rechts herum macht. Weil rechts herum war ja eigentlich nur dieses
Fenster mit dem Manager. Ja, das genau, das kann ich, das mache ich gerne, weil ich weiß, wie das geht. Das wird uns sicher übernehmen. Und wenn Doria sonst links rum? Ja. Ich weiß, ob der Manager diese rote Karte hat, dass man oben durchs Dach reinkommt. Hm. Ich habe einmal eine blaue Karte gefunden, aber eine rote nicht. Hm. Ich werde es uns mit dem Manager mal versuchen. Oder wenn du erstmal alleine das mit dem Manager machst und wir bleiben erstmal. Ja, oder so. Warte mal. Sind wir wieder in einer Gruppe eigentlich? Nee. Nein, ich bin gerade mit Randos gucken. Okay. Right. Oh, lowest movements, bitch. Oh, Flashbang. Oh. Ja gut, das finde ich ein bisschen doof. So. Und Louis. Ich bin sofort wieder da, ich mach was. Alles gut. Aber anscheinend hat man neue Rüstung und neue Granaten an Bord. Wie neue Granaten? Also ja, die kann man kaufen? Ne, bei dem Loadout war das bei mir einfach an Bord jetzt. Ach so. Also ich kann jetzt Flashbangs auswählen und eine Medium-Rüstung. Oh. Die ist ein bisschen mehr, die hat mehr Schutz, aber du bewegst dich langsamer, steht da. Ja. Wo steht das bei dir, bei Ausstattung? Jo, bei Loadout, ja. Oh, ja, ich habe auch eine Blendgranate. Glaube ich use wirklich auch mal Blendgranate. Alter, ist das Heavy Ammo? Und Sensor, oh, das nein, ist natürlich nein, ich habe ihn nicht bereit gedrückt, ne? Ha? Nee. Ja. Was denn? Ich habe ja nicht bereit gedrückt jetzt. Ich habe es verpennt jetzt. Ich muss ja nehmen, ich fahre kurz weg. Also du bist in der Gruppe. Aber ich, ach so. Sie hat noch nicht gestartet. Ah, okay. Nee, ich hab noch nicht gestartet. Alles gut. Alles gut. Mit der Gruppe fixen die bestimmt auch noch, ja. Ja, ich glaube, das fixen die noch. Macht aber Spaß. Das stelle ich mir gerade ziemlich cool vor, auch so mal in Ruhe mit Freunden. So, das wird ein geiles Spiel. Ja. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass es mehr Maps geben wird, aber das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es nur eine Map geben wird. Ja, müsste Heyday. Heyday 2 mit Add-on gibt es gerade gratis bei Twitch. Also bei Twitch oben mit diesen Weekly Games. Twitch Prime, ne? Mhm. Ah. Ja. Habe ich aber auch nicht. Und, oder? Heyday unterstützt, also Heyday 2 unterstützt auch VR. Habe ich schon mal getestet, kannst du in VR rumlaufen. Hey, dann kannst du in VR für deinen echten Banküberfall trainieren. Das ist ja, voll gut, ey. Voll die gute Idee. Irgendwann machen wir mal zusammen Banküberfall, so ein richtig. Ja! Ja, nice. Wie einfach das ist. Da stellen wir uns bestimmt viel, viel besser an. Ganz easy. Find ich gut, ja. Hey, überleg, wir haben eine Stunde hier das gemacht und haben schon über 400.000 Dollar verdient. Das ist Wahnsinn. Das ist schon krass, das kann man dann halt durch zwei. Wofür durch gehen zwei Leute studieren? Das ist lächerlich eigentlich. Und ich meine, ist so. Beim ersten Banküberfall ist ja unser erstes ist der Delikt, glaube ich zumindest. Dann gibt es eh nur Bewährungsstrafe, also was soll's. Ja, wenn du da schon 200.000 Dollar machst. Genau. So, soll ich starten? Ja. Von mir aus ja. Dann machen wir es so, dass live erstmal nur rechts außen rum geht und Tresor da plündert. Ja, ich versuche den ja. Vielleicht besser, als wenn wir alle vier jetzt reingehen und uns irgendwo. Könnte aber einer mitkommen sonst, weil als ich sogar das die fucking Handschuhe gibt nur für echt Geld. Ich einen so fast gesehen, der lief da rum und könnte einer den überwältigen. Weißt du, dann können wir den so reinziehen im Raum, dann können wir sie alle in diesen Raum quasi am Boden legen. Wenn das so klappt. Ja, fesseln könnten wir sie ja auch eigentlich, ne? Ja, genau. Also einer kann sonst mitkommen. Also ich würde mitkommen. Ich würde jetzt einfach mit dir mal mitkommen. Okay. Mhm. Dann bleiben Chris und ich mal in Sichtweite quasi. Sollen wir links rum oder sollen wir einfach warten? Ich würde sagen, wir warten erstmal im Gebäude drin oder so. Ich meine, wir sehen es ja eh, ob sie es geschafft haben. Okay. Wir verhalten uns, Chris, wie normale. Ich meine, ihr könnt ja schon mal draußen rumlaufen, mal ein bisschen gucken. Vielleicht seht ihr irgendwie was man machen könnte. Noch irgendwie noch einen Geheimgang oder so, weißt du? So ein bisschen. Ach so, du meinst, okay. Also linksrum kommt man auf jeden Fall rein, wenn man so ein bisschen die Wachen abwartet. Genau. Aber, ja, aber wie du man kommst von da aus dann weitergeht. Wenn du reingehst, rechts raus, bist du auch draußen. Dann bist du quasi auf der rechten Seite, das geht auch. So, schauen wir mal. Okay. Lalalala. 30 Sekunden später, Korps, bam, ballern.
Warte, live, warte. Ich will doch mitkommen, so, okay. Genau. So, Chris. So. What are we doing? We left gegen den Typen echt nur rein. Direkt gegen den Kopf gelaufen. Vor allem, what the fuck, oh, die nein. Haben so, ja. Die haben so Headsets. Wieso geht die denn rein? Nee, warum geht ja, die denn nee, nicht? Ich wollte den Weg, den ich gerade eben auch gegangen bin, das hat noch nicht geklappt. Warum wird hier das Ausrufezeichen wieder rot gezeigt? Alle, aber alles noch gut? Oh, oh, er kommt mit Handschellen. Hold up, hold up. Hold up. Oh nee. Okay, Louis kommt nicht mit beim nächsten Mal. Hat immer das geklappt? Ich hasse es. Warum? Ich bin in Handschellen, ich bin in Haft. Ich muss gerettet werden. Oh! Here we go again. Warum bin ich so kacke? Ich muss gerettet werden, noch 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5. Wo bist du denn? Da. Oh, oh, danke. Ja, halt, alles here we go again. Here we go again. Das kann jetzt zack, 12 Sekunden und ich bin in eine Waffe reingelatscht. Aber wie knackt man denn den Safe? Du musst W oder A, also A oder D nach dem drehen und irgendwann wird das vibriert, das Bild quasi. Und dann musst du ganz langsam rantasten, bis es grün ist. Dann warten und dann in die gegengesetzte Richtung drehen. Verstehst du? Ja. Oh nein, Zivilist getötet. Boah, das ist aber. Oh, das ist aber tricky. Du musst ihn langsam machen. Ich muss es langsam machen. Ja, ja. Du musst. Genau, du kannst schnell machen, bis es anfängt zu vibrieren. Dann genau. Musst du ganz langsam. Das sind nur einzelne Schritte. Genau. Hä? Ich darf nicht bei dir. Ja, du warst gerade eben grün, bei grün musst du einfach warten. Und dann. Ach, ich muss Blick warten? Und dann in die gegengesetzte Richtung. Und dann ja, das hab ich ja gemacht. Ich gucke bei dir zu, genau. Ja, genau. Irgendwann machst du ja. Vibriert das? Irgendwann vibriert das. So, und dann bei grün wartest du einfach. Und es ist grün. Ja. Wartest du, machst du einfach Klick. So, meanwhile. Ich hätte warten müssen. Ich hab zu schnell. Okay, Chat, wir kümmern uns jetzt hier um die. Okay, ich hol schon mal den Dings vom Dach wieder. Mhm. Ja, Mission. Hast du mit Louis mal keine Bank überfallen? Nee, lieber nicht. Ach so, gut, ah. Das nächste Mal mache ich was anderes. Ich bleib einfach irgendwo stehen. Einfach nur stillstehen und dann passt. Machen Scripties vor den Cops und lass nicht in Ruhe. Aber doch nicht mit der Maske. Du bist auch ein Typ, das bringt ja nichts. Das stimmt. So, ich würde, glaube ich, schon mal Richtung nach unten gehen, weil da werden ja. Oh mein Gott! Ah. Ey, das gleiche Spiel, immer Geballer hier. Wir schaffen es eben. Aber. Just don't fucking overdo it. Erstmal mein hier ganz Prozess dauert auch länger als eurer, Leute. Alter, was ist denn los? Springanlage muss auch raus. Ey, ich hab ja doch wieder eine Waffe. Kannst du Springanlage gehen? Hab ich raus. Oh, was ist denn? Okay, dann ich hol draußen wieder. Oh, what the fuck? Was ist das denn? Wo wird Louis? Hallo! Hallo! Sag mal. Raus und dann diese Tasche holen, Louis. Spring aus dem Fenster hinter dir. Wo ich bin. Runter? Dann ist da so eine Tasche, die sammelst du einmal an und bringst nach oben und schmeißt sie. Was ist das hier eigentlich? Jo. Red Keycard, okay. Mach ich. Hier liegt eine rote Karte, die brauchen wir wohl nicht mehr. Boah, weg da! Och, lass mich in Ruhe! Oh, was ist da unten los? So, hier geht's dir gut? Ja. Noch? Ich meine nicht euch. Keine Angst. Ihr sollt mich nicht in Ruhe lassen. So, okay, also. Ah, jeder Raum ist Strom erschalten. Oh, hier ist noch was oben. Ah, okay. Was? Ach, springt da. Ja, ich mach. Ich bin gleich auf. Oh, okay. Fuck. Mit dem Rotpunkt ist es richtig gut. Mit dem was? Rotpunkt-Visier. Jetzt ist es statt hier in der Tür, macht gar nichts, wenn wir schießen das. Das habe ich jetzt genommen, das ist ganz cool. Ah, okay.
Ja, ohne Action geht's bei uns, glaube ich, nicht. Nee. Oh, Leute. Naja. Ja, beide die Schlüsselkarte. Also oben war auf jeden Fall eins. Da oben ist rot. Ne? Oben ist rot, genau. Da habe ich ja genau. Das brauchen wir, glaube ich, nur, wenn wir nicht entdeckt werden. Ich glaube, so ist erstmal egal. Hm. Da kommt's wahrscheinlich dann nur ins Haus rein. Wahrscheinlich kannst du mal stehen die Türen eh alle offen. So und dann draußen wieder Termit holen. Ja, ja. Achso, ist noch draußen. Ja. Stimmt. Da. Oh, sag mal, was hab ich denn da gemacht? Ich hab's da. Ja, hab ich getroffen. Ist aber noch irgendwo, oder? Ich hab zwei Warner, einen hab ich doch. Achso, du hast auch einen genommen. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Ich hab mir ein paar Tipps bei den Waffen gegeben. Ja, genau, mit dem Rotpunktvisier, das ist ganz nice. Ja, und dann springt er perfekt. Wo war nochmal das Schließfach des Managers? Komm. Hast du aufgemacht, Ali? Ach so. War es nicht der Manager da? Oder ist aber da stand jetzt optional das Schließfach des Managers. Ach so, dann haben wir es doch noch nicht gemacht. Ich dachte, es wäre mit der gewesen. Schauen wir mal. Ich dachte auch eigentlich. Aber müsste das nicht eigentlich auch irgendwo angezeigt werden? Das sieht man oben auf, dass wir eigentlich schon, ja. Aber wenn es optional ist, vielleicht nicht. Ja, das kann sein. Das sieht man oben auf, dass es nicht gelöscht wird und so. Ja, ja, ja. Mhm. Wie ist es nicht? Vielleicht mit der Schlüssel? Oh mein Gott. Was ist hier los? Ich muss auf den Kopf hier. Okay, jetzt hat's einen Stressel. Komm nicht weg, ich fang. So viele Leute hier. Alter Schwede. Boah, hier ist alles voll. So, heiler Sache, ne? Ah, brauche ich aber gar nicht. Oh, okay. Nee, same. Flashback. Die Räume gibt's hier gar nicht. Wieso finde ich den Mensch? Eigentlich hier, ne? Ja, okay, doch. Ah, da habe ich schon alles geplündert. Ey, den Raum habe ich immer da nicht gesehen. Hier. Auch wenn es geplündert hat. War eigentlich deshalb komisch, oder? Wäre schon seltsam, ja. Wixia. Manager's Office. Ich meine, das hier ist ein Managerbüro. Das muss es sein. Weißt du, das Büro? Ja, theoretisch. Ich frage mich, ob es irgendwas hilft, noch hier irgendwelche Dokumente zu durchsuchen oder so. Mach die ganze Zeit. Irgendwie passiert da nichts. Nee, okay. Oh mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert. Das wurde mir auch schon öfter angezeigt mit den Dokumenten. Kein Plan. Ja. Wahrscheinlich steht alles im Schatten. Komplett lila Waffe, die sie hat. Aha. Geschafft, oh, haben Tresor. Ich liebe Louis' Waffe, ey. Komplett lila. Oh, also noch nicht runter? Ne? Ja. Okay. So, keine Ahnung, Magazine sind lila. Slati fragt, wann Bud Spencer Cosplay? Knapp, ne? Hat jeder Geld? Ja. Jo. Einer macht eine gibt wieder Deckung, der Rest macht die Tresor-Dinger auf. Ja, ja, ja. Was ist denn, wenn wir theoretisch... Was ist denn, wenn wir theoretisch jetzt schon zum Rendezvous-Point gehen und jetzt schon die großen Geldsäcke reinmachen und dann zurückkommen? Hm. Aber versuchen. Könnt ihr machen, ja. Lass uns machen, komm, scheiß auf, gute Idee. Sollen wir hier warten und weiter knacken? Nee, ach so, nee, ich dachte alle, weil wir können dann zweimal alle? Zwei mitnehmen. Genau, alle. Okay, okay. Komm mal alle mit. Dann, okay, komm. Wenn es nicht geht, haben wir nur was für das bisschen Tresor hat nicht. Viel ja. Geld! Das will ich nicht zurücklassen. So, jetzt, ich komme. Wenn schon Bruch, dann richtig, ne? Ja. Ja! Wie komme ich denn jetzt ach, zu die euch? Anzeige da unten ist meine Edge, oh, Leute. Das ist der das Skill, was ich aktiviert habe. Durchs Fenster. Jedes Mal, wenn ich wen kille, bin ich auf Edge und mach dann 10% mehr Schaden oder so.
So, irgendwas in der Art war das. Ja, ich gehe zu dem einen. Oder ich hab Chris den geht hab zu ich dem schon. Anderen, oder? Nee, noch nicht. Nee. Wo? Chris, gehst du zu dem Finger? Ja, das ist Finger. Sollen wir hier schon mal, Medikit etc. werfen? Ja, gerne. Okay, ich werf mal hier meine Funktion. So, ich werf mein Medikit jetzt auch mal hier hin. Einfach. Mal Muni hier hin. Ja. Einfach alles hier hin. Genau. Müssen wir warten, bis der Wagen da ist, dann rennen wir mal zurück. Ja. Hilfe! Panzerung auf den Hedderbett. Und machen wir. Munitionskiste hier. Ja. Die Panzerung aufhören. Was ist denn los? Das war die volle Liebeskugel. Das war ich. Das war ich. Granate, pass auf. Ich frag mich gerade, ob man eine Granate zurückwerfen kann. Mit Deckungsblasen. Oh mein Gott. Die Typen, ey. Das ist ein richtiger Rambo hier. Oh, Chris. Oh mein Gott. Das war knapp. Den Wagen bitte rückwärts, Leute, über den Haufen. Oh, what the fuck. Da. Ja. Rein damit. Oh, okay, das wird. Tricky. Und hier rein jetzt, oder? Nee, einfach wir wollen jetzt noch eine Ladung Geld holen. Noch eine Ladung Geld. Von? Haben wir Rüstung im Rund? Keine Ahnung, wo wir gerade eben waren. Oha! Ich bin tot. Ach, schade. Hä, wer ist denn da geflohen? Ich bin nicht geflohen, ich bin gestorben. Ach so. So, ich hab Geld eingesammelt. Nochmal beim Tresorraum und komm jetzt zurück. Ja. Ach, da, ja, stimmt. Schnell die Waffen nochmal nachladen. Wo war jetzt nochmal das Fluchtauto? Ach da. Auf nachladen ist gut, ich komme mir gar nicht. Also wie Gegner da sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, dass ich da jetzt mit dahinter hinten hingerannt bin. Bin einfach durchgelaufen, einfach durchgerannt. Ich lieg jetzt hier. Wir hätten uns halt nicht aufsplitten sollen. Weil da waren so viele Polizisten. Das war blöd. Diese macht er nicht mit. Wo bist du denn? Ach da. Ich seh dich. Good job. Catch your breath. But stay alert. Versuche zu dir respawning. Zu kommen. Also ich kann jetzt hier fliehen, wenn einer bei mir ist. Lotta. Muss nicht helfen, dann können wir fliehen. Aber alles andere bringt nichts. Okay, ich wollte eigentlich zu Louis, aber. Okay. Ja, gut, wenn du es schaffst. Nee, also in 20 Sekunden respawn ich. Hä? Aber wir müssen den Ding jetzt wieder neu machen hier. Nein. Okay, einen habe ich gehackt. Ja. Und da drüben ist der andere. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis man wieder erscheint. Aha. Ja. Zurücklaufen ist schon. Also einen habe ich jetzt geholt, aber wir müssen ja 5 im Auto haben. Aber es war nicht angenehm. Lebe! Ja, komm. Aber wieso machen wir das denn jetzt so? Noch mehr Geld holen. Wir müssen noch mehr Geld verdienen. Noch mehr Geld holen? Nee, jetzt nicht mehr. Das, deswegen haben wir das gemacht. Noch mehr Geld! So, rein hier. Okay. Wo ist der letzte von euch? Ja. Louis ist tot. Na, scheiße. Also, es funktioniert, wir lassen es aber beim nächsten Mal nochmal laufen. Wobei, das Ding ist live, ich bin ja dir hinterher gelaufen. Wir können auch einfach Richtung, also gleich da nach rechts rumgehen, da wo dieser Laster war. Das war ein sehr kürzerer Weg, den du gegangen bist. Wissen. Aber wir haben 345.000 bekommen, oder was? Hast du schon. Das war saftig. Sogar. Das hat sich gelohnt, ey. Ja. Hat sich wirklich gelohnt, ja. So, ich muss jetzt wieder weiter zum Hauptmenü, das heißt, wir werden wieder die Gruppe wieder rausgekriegt. Aber jetzt eh nochmal bei den Waffen gucken, weil ich müsste jetzt noch ein Level up haben. Level 10, genau, ich kann eine neue Waffe kaufen. Oder wir. Händler, und das kann man sich diesen Revolver kaufen, den wir haben. Der gute ist, weiß ich nicht. Ja. Es gibt uns Haben-Prinzip. Ich habe letztes Mal noch nicht verstanden, warum wir das jetzt so gemacht haben mit dem Wir haben 4 Taschen mitgenommen, aber es lagen ja noch 4, nicht 4 Taschen, 4 Ich glaube 6 oder sowas liegen da noch rum oder so. Aber warum haben wir die nicht direkt mitgenommen? Weil wir nur eine mitnehmen können. Wir können nur eine Tasche mitnehmen. Können wir noch eine Ladung holen, dann haben wir doppelt so viel Geld. Genau. Kannst also immer nur einen großen Gegenstand einsammeln, also wir können halt immer nur eine Tasche nehmen pro Person.
Das heißt, es ist eigentlich nicht möglich, dass wir halt alles im Alleingang machen können. Deswegen wäre es dann eigentlich ganz cool, wenn wir dann halt nochmal kurz reingehen und die restlichen, ich glaube, 2-3 Taschen holen. Ja, ja, ja. Nee, okay. Leute, das ist gar kein Echtgeld, oder? Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen. Ich kann das auch mit dem mit den Dollars hier kaufen, glaube ich. Ja. Warte mal, vielleicht kann ich das hier für 100? Aber, Louis ist ja gestorben. Hast du jetzt überhaupt gerade Geld bekommen davon? Weil du bist ja nicht mit uns gekommen. Nicht, dass Louis jetzt gerade leer ausgegangen ist. Weiß ich nicht. Deswegen mehr bekommen haben oder sowas, ne? Wie viel Geld hast du gerade? Na, ist auch egal. Ich habe jetzt 848.000. Ich habe 723.000. Ich hatte 800 irgendwas und habe mir gerade diese C-Stacks dafür gekauft. Ach, hast du genau? Du kannst auch das da. Ganz rechts. Aber, was sind denn, also, ist das sowas wie Bitcoin? Das ist das Zeug, mit dem du so die, also zum Beispiel die Handschuhe kannst du damit kaufen oder diese eine Preset-Weapon vorne. Du musst halt echt das Geld dafür ausgeben. Nee, anscheinend nicht. In der Beta ist das... Nee, du bezahlst diese normalen Dollar dafür. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass man in der Vollversion dann echt das Geld dafür bezahlen kann. Ich sehe es gerade. Aber es ist, also, du brauchst dafür sehr viel Dollar, merke ich gerade, um da irgendwas zu kaufen. Vor allem jedes Mal, wenn du so ein Ding kaufst, wird es teurer. Ja. Das ist richtig lächerlich. Oha. Hier, Waffen kann ich mir jetzt keine holen. Ich bin nicht Stufe 10, ich bin 8. Ja. Ja, nur der Revolver da, der ist freigeschaltet. Welche Stufe bist du jetzt, Doria? 10. 10, okay. Ah. Und Louis? 6. Das rechts das oben, oder? Aber ich dachte, wir kriegen alle dasselbe, ja, so. Anscheinend nicht. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie viel du halt machst im Game, ne? Irgendwie, wie viel du klaust oder ich mach halt nicht so viel. Okay. Ich renn eher hinterher. Süß. As long as you have edge, your weapon recoil is reduced. Alter, ich geh voll DPS. Kommando Kickboard. Dann kann ich hier die Farbe auswählen. DPS-Bild, Leute. Jawoll. Oh, ich habe auf jeden Fall einen neuen Fertigkeitspunkt. Okay. Ich skille gerade den DPS-Baum, skille ich gerade. Wie kann ich Munitionstasche, Panzerungstaschen sowas kaufen? Wozu? Ich meine, hab ich nicht nur eine mit? Kann man da mehr mitnehmen oder was? Ich wollte es nicht ausprobieren, aber das habe ich auch vermutet. Ich kaufe einfach mal eine Munitionstasche dazu. Ich kaufe sogar 3, damit man richtig sieht, ob es funktioniert. Ja. Oder sind die einmalig, dass man die quasi, wenn man die hinschmeißt, sind die 10.000 weg. Wenn man die nicht kauft, dann spart man sich das Geld und dann kommt man so durch. Vielleicht ist es auch gedacht. Kann eigentlich nicht sein, weil ich kaufe nie nach und habe jedes Mal wieder eine. Ne? Okay. Also. Oder vielleicht, hast du immer eine sowieso und kannst mehr dazu kaufen. Das kann sein, genau richtig. Live, du hattest doch gesagt, bei dem Sanitäter-Dings ist das zweite gut. Ich hab voll Bock, den Revolver da jetzt auszuprobieren. Das war Ausstattung, ne? Geht irgendwie nicht. Du musst, du musst den ersten muss ausgewählt sein in der Reihe. Und dann kannst du den zweiten dazu wählen. Sozusagen. Ja, hab ich ja. Also ich habe ja den ersten, aber ich krieg den zweiten dann nicht. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Du musst einen anderen rausnehmen. Du kannst nur 3 auf einmal, glaube ich, nehmen. Oder die 4 Fertigkeitspunkte kannst du auf einmal nehmen. Wie nehme ich den raus? Was drücke ich? Rechte Maus, das ist. Ah, okay. Ah, jetzt hab ich's. Was gibt's denn da eigentlich noch? Was ist denn so das Fetteste, was man kriegen kann? Mach mir mal eine rote Waffe. Was? Eine rote Waffe? Ja, mach. Ich hab den lila noch. Ah. Okay. Alter. As long as you have edge, you automatically pick up ammo dropped by enemies you've killed. Junge. Immer weiter. Das ist wichtiger, ne? Dass Berserker. Man halt nicht so schnell stirbt einfach. Ja. So war ja ganz gut, wie wir es gemacht haben. Mhm. Aber so war der mal. Ich lade euch nochmal wieder ein. Nehme ich gerade das Sprunggewehr oder die Spalier? Jo, hiermit muss man nicht mehr nachladen. Egal. Oh mein Gott. Mal solange man Edge, also solange man Leute killt, wird Ammo, die man aufnimmt, also Munition, die man aufnimmt, kommt direkt in dein Magazin. Du musst nicht nachladen, es kommt direkt in das aktive Magazin. Da kannst du immer weiter schießen. Aber so ganz scheiße für das Spiel auf jeden Fall nicht, das merkt man. Ne? Jo.
Nur, dass ich immer noch nicht weiß, was ich am Anfang machen muss. Ja, ich weiß es aber auch nicht. Ja. Schutzfutter kann man auswählen. Besseres. Okay. Du bist. Soll ich aufs Screen klicken? Just. Das mittlere macht dich aber slower. Läufst nicht mehr so schnell. Das macht nichts, da warte ich mir aus. Ich hab's schon ausprobiert gerade und ich hab keinen Unterschied gemerkt, by the way. Okay, dann ist er gut. Okay. Munitionsflasche 5 hab ich. Das ist so schwer. Wow. Ah, du kannst es dann noch so. Ey, man kann es hier noch tauschen. Ah, okay. Was? Nee, schon, man kann es hier vor Dings noch tauschen, ob man eine Munitionsflasche haben will oder was auch immer. Das zu wissen. Achso, ja. Mhm. Cool. So, wie machen wir das jetzt? Geht einfach erstmal live rein. Hm. Dann können wir ihn also flamen, wenn er verkackt ist. Das wäre nicht so schlecht, wenn wir nicht sterben wollen direkt. So, du Real und ich sollen wir sozusagen mal links versuchen und dann durchs Tor und dann gucken wir mal, dass uns, dann machst du das Tor und so auf, ich guck, dass uns keiner sieht. Weil okay. Wichtig ist, dass sie uns nicht sehen. Dann mach ich so ein bisschen den Spotter. Na gut, ihr müsst halt aufpassen, links wegen der Wache, ne? Genau. Ich glaube auch, dass die Aktive nach einem gucken, wenn man rennt. Weil das ist ja. Wir müssen so unauffällig wie möglich sein, ne? Genau. Schön langsam. Okay, können wir noch laufen, ist glaube ich egal. Genau, aber da drin würde ich halt nicht laufen. Ja. Soll ich jetzt einfach draußen bleiben? Ja. Wurde das auch locker eine Kamera? Wir müssen draußen bleiben. Yes. Könnten wir dann mal gucken, neu, ob wir hier irgendwo. Oh, guck mal hier. Das hier könnten wir theoretisch knacken. Kann man die Kamera irgendwie ausschalten? Mal gucken. Kann man die irgendwie hacken oder so? Nee. Ich habe vorher bin ich drunter gelaufen, da hat sie mich nicht gesehen. Also oh, Metal Gear Solid mäßig. Aber da ist eine Wache, da müssten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich mach's sonst auf, weil es gibt diesen Wachen. Sagen, wir werden doch jetzt eh wieder von der Wache erwischt hier. Momentan alles gut. Okay. Und ist offen. Okay, da kommt eine Wache von drinnen. Louis, ja, kannst du mal hier gucken, ob da eine Wache gleich kommt? Da geradeaus oder? Ja, aber hier bei mir jetzt. Hier kommt jetzt die andere auch. Ja, ich bin hinter dir. Ach so. Machen wir jetzt nochmal Bart. Ja. Ja, also die erstmal abwarten, die zwei Boys hier. Ja, warten das mal ab. Also, mal, die Tür wieder zu. Komm, hier, komm rein, komm rein. Ich glaube, die sind nicht so clever. Ich will's nicht wieder verkacken. Alles gut, alles gut. So, verpisst euch. Das ist der Moment, wo die Waffe gezogen wird, normalerweise. Geh weg. Hey, wo bist du? Da bist du. Okay. Okay, here we go. So. Okay. Ich gehe hier mal nach oben. Pass auf, da ist auch noch eine Kamera. Irgendwo da hinten. Kamera, ja stimmt. Hier kann ich jetzt. Oh Gott. Hier könnte ich jetzt reingehen, mache ich aber nicht. Die Kamera sieht mich sonst. Ja, ich überlege den Typen da. Das kann ich jetzt erstmal auf dem Dach. Kann ich hier irgendwie reinhacken oder so? Mal schauen. Ah, ich kann oben jetzt durchs Dach kommst ins Haus rein. Das kann man aufschließen hier. Mhm. Jetzt bin ich drinne. Oh mein Gott, da ist auf jeden Fall eine Wache. Okay. Bin direkt hinter dir. Okay, cool. Aber hier ist gar nichts, was man machen kann, ne? Kommt der zu uns? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie aufregender hier, aber ich sehe gar nichts. Guck mal, weil hier ist auch. Heilung war da, ne? Ja. Oh oh. Okay, ich bleib auch einfach hier in der Ecke. Jo, danke für den Gift-Subs da. Und du hast erwischt. Summergels, den Happy. Ja, sag das nicht. Das ist gut. Irgendwie ein ja gut, wenn Happy ist öfter hier. Wenn er rumkommt, oh, hier ist eine Tür offen. Ah, hier ist eine Tür offen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, er hat uns. Wir müssten halt versuchen, ihn irgendwie von hinten zu bekommen, dass wir ihn fesseln können. Guck mal, ob von unten gerne kommt. Guck ich hier. Das Kamera. Oh, die sieht mich, aber ich bin zurückgekommen. Aber einfach drauf losrennen ist irgendwie auch risky. Nee, los. Ich glaube, wir müssen runter. Geht gar also, nee. Drauf los schleichen. Haben wir denn einen Plan, was wir als erstes tun sollen? Weil wir wissen ja nicht, was links ist. Die Power, die Power muss weg. Ah, oder ich sehe aber die beiden. Hier müssen aber Wachen rumlaufen die ganze Zeit eigentlich. Ja. Oh, da ist eine Kamera. Oh oh. Ich bin schon wieder weg. Ja. Und das ist tot. Okay, dreht sich weg. Oh.
überwältigen? Ich hab seinen Schlüssel gekriegt! Oh mein Gott! Der Raum ist hier vorne, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man jetzt hier links hier rausgehen würde, links rum und dann nochmal links, und dann geradeaus durch. Da war ein Raum, da war nämlich, glaube ich, so ein Serverraum. Das ist der blaue, war das nicht der rote? Ich glaube, das war blau, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, oben ist rot. Ach so. Dann ist blau unten ein Sicherheitssystem und oben rot wahrscheinlich dann Stromzufuhr oder andersrum. Nee, oben, der rote ist Sicherheit. Da war ich vorhin drin, ne, gucken. Ah, okay. Das heißt, blau muss unten, das muss der Strom sein, ja. Aber wo ist das Strom denn? Aber wo ist das, wo ist der blaue? Was ist, ja? Blaue Tür? Wo ist der irgendwie ein bisschen fest? Wo ist blau? Okay, hier bin ich jetzt in diesem extra Raum. Ja, da okay, müssen wir halt okay. aufpassen wegen der Wache, ne? Ist, ja, die sind sie nicht für uns, die normalen Leute hier, die sind jetzt irgendwie egal. Ach, denen ist das egal, okay, weil wir waren nämlich, guck mal hier. Wir waren okay. halt hier und deswegen. Hier gibt's eine Ablenkung. Wir können hier das Ding anmachen. Aber dafür müssen wir das Vorpolositionen nicht einfach jetzt anmachen. Wir müssen Nee. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hinwollen danach. Da kommt der Typ vor. Live, komm her! Ich bin schon weg. Ah, okay, ich dachte, wenn wir jetzt hier rumlaufen, dann. Also hier draußen, Panik oder so. Komm ich zum Manager? Also geh mal ein bisschen in die Ecke. Draußen ist eine Wache, die rumläuft hin und her. Da müsst ihr aufpassen. Ja, raus wollen wir ja eh nicht. Doch, zum Manager, da kann man durchs Fenster. Ah, da ist halt, okay, da kommen wir jetzt nicht durch. Da ist halt eine Wache. Ja. Wo ist die blaue Tür? Wieder die Tür zu machen. Ohne rechts rum wahrscheinlich, ne? Blaue Tür. Blau. Hier? Blau. Hier kann ich auf jeden Fall raus. Nee, ist die Toilette. Vorsicht, da läuft irgendwo. Ja, nee, komm mal nicht. Ja, gut, das ist nur eine Dings. Hier ist das Klo, okay. Theoretisch könnte man sich auch kurz im Klo verstecken, oder? Aber hier sind wir jetzt safe. Hier sind wir eh safe. Nee, wir sind nicht ganz safe, weil hier so eine Wache. Ich kann ja by the way mal. Aber hier seht ihr gar nicht. Was passiert. Fällt mir jetzt gerade das auf. Ja, achso. Hier. Mit Kids. Ja. Sehen wir das ganze Sache zieht. Wo ist denn die Wache? Da. Können wir die nicht fesseln? Nee. Hab ich schon versucht, das geht nicht. Kannst du Manager kannst du fesseln, das ging. Ach so. Ich will mal was versuchen hier. Da vorne ist eine Kamera, Leute. Vorsicht. Da. Jetzt zum Manager. Oh fuck. Oh scheiße, es tut mir so leid, ich hab's vermasselt. Oh. Ich hab's vermasselt, das tut mir so leid. Das war's. Oh, tut mir leid. Ich hab doch probiert, ihn vielleicht umzuhauen von hinten. Ey, wir haben schon mal länger durchgehalten als sonst. Wir rennen schon. Das war ein guter Attempt. Ich mach hier den Tour so auf. Oh, ich werd geschossen, hilf mir einer. Ja, das Ding ist, ja, ich hab die Kamera, ich hab die einfach ignoriert, ey. Vom Manager. Oh, ja. Scheiße, jetzt habe ich so eine andere Waffe. Mit der kann ich gar nicht, mit dieser Pumpgun. Eins und zwei kannst die Waffen durchtauschen. Ja, da habe ich jetzt nur die Sekundärwaffe. Ja, dann ist das halt so. Die Shotty ist aber gut. Die Shotty ist richtig gut. Wo ist denn offen? Dieser blaue Raum? Chat! Ich muss mal gucken, wo der Raum wäre. Ich geh mal auf Entdeckung. Ja, das wäre ganz gut zu wissen. Ja, ich glaube, es wäre aber hier hinten. Wo denn? Hier ist die rote Karte. Wo ist das blaue Schloss-Chat? Weißt, wo das Termitzeug ist. Das existiert gar nicht. Also, dann hier die linke Tür, das ist rot hier. Ah. Das wäre der Serverraum. Ah, okay, der blaue Raum weiß ich aber nicht. Ja, ich suche die ganze Zeit. Ich finde ihn immer noch nicht, den blauen Raum. Ich auch nicht. Ich glaube, den gibt's gar nicht. Das ist ein Mysterium. Ein roter Raum. Oder unterscheidet sich das? Weil oben hatte ich was Rotes gesehen. Ja, oben ist rot, das ist Security. Aber. Ja. Und blau ist dann hier im zweiten. Also ja, das ist halt die Frage. Wo wir waren, war blau, Lotta. Rot. Das war blau. Das war rot. Okay. Rot. Aber rot ist rot. Oben ist doch eigentlich rot. Ja, schon aber rot. Ich habe auch eine rote Karte gerade eben eingesammelt. Hä? Okay, alles klar. Vielleicht tauscht sich das irgendwie. Also so, das. Jetzt kann es losgehen mit links. Ja, ja. Glaub ich unten wieder, ne? Ja, ich hol. Ach, wolltest du schon noch hier? Ach ne, hier. Ach, beide Räume sind hier. Ach, beide? Ach so. Ja, beide. Oh, wir hätten das easy machen können dann. Wir hätten gar nicht nach unten müssen, ja. Oh, okay. No.
Oder sollen wir nochmal die Runde starten und nochmal? Nee, jetzt ziehen wir sie durch, weil es gibt ja Erfahrungspunkte und so, das ist doch egal. Jetzt lass dich schnell durchziehen auf die alte Weise. Na gut. Ja, genau, der Stromraum ist wahrscheinlich blau. Mhm. Und der ist ja quasi direkt daneben, neben dem Sicherheitsraum, und der ist rot. Mhm. Oder andersrum, whatever. Also, ja, der hat trotzdem gut gelevelt gerade und noch gut Geld gegeben, das haben wir auch schon raus. Du willst dann trotzdem gleich wieder riskieren, nochmal zu laufen, wenn wir es reingepackt haben? I don't know. Also wenn wir das in den Transporter reingeschmissen haben, dann direkt gleich laufen, nochmal zweites Mal Geld holen. Na ja, okay. Müssen halt gucken, dass wir zusammenbleiben und uns erstmal voll heilen auf dem Panzer und so. Ist ja richtig übel. Ich drei? Ja. Ich such mal wieder nach Snipern. Draußen. Ja, da ist einer. Immer draußen, ne? Ja, auf dem Dach ist auch mal so. Draußen, ja, genau. Seid ihr beide draußen? Ja, ich habe jetzt eine geholt. Louis holt die andere. Und ihr macht oben, falls Sprengler angeht und so. Oh. Du kannst auch einfach die Fenster mal kaputt schießen, wenn du raus musst. Du musst nicht immer da irgendwie aus rumlaufen so. Ah, okay. Gut, hier ist alles voller Wachen. Watch the hostages! Hier ist auch nochmal Munition drin. Oh, okay. Ach, ich finde die Kacke, ich will mein Hier war mal Munition drin. Komm mal runter. Alles gut. So. Raus da! Revolver ist ja ähnlich wie die Shotgun. Mach das Damage, das Ding. Ach stimmt, ich hab den Revolver noch gar nicht ausprobiert. Ne? Let's go, oder? Was ist denn Farbe für eine Waffe? Keine Ahnung. Standardpistole hast du, hören wir auf. Ich hab nochmal schon. Nee, wenn du Revolver nicht gekauft hast, hast du eine normale Waffe. Ja. Dann schmeiß rein ins Feuer. Hast du schon mal? Ist der Mieter reingeworfen? Ey, die ist gut aufgehoben. Das ist doch zu nah, Alpo. Oh nein, ich hab die Tür schon wieder. Oh, scheiße, Leute. Mein Freund steht draußen und kommt nicht rein. Ich muss. Ja, mach schnell. Geh in der Ecke, in den Raum schnell rein. Ist okay. Warte, was? Ach, ich hab schon wieder abgeschlossen. Jeder wollte da nicht rein. Ich kann nicht. Ich muss eine Bank überfallen. Ach, wo sind die? Hat der keinen eigenen Schlüssel? Anscheinend nicht. Der ist halt wie so ein Hund. Polizei, er schießt einfach zwei Zivilisten, hat das gerade gemacht. Ich hab mir Timmy reingeschmissen. Ja, ich schmeiß das andere rein. Ja, es kommen gerade irgendwie überhaupt keine Polizisten. Gerade kommen sie irgendwie nicht. Ja, die aktiviert die Sprinkler. Ja, Sprinkler, ich geb's nicht. Wie sind die angegangen? Oh Mann, ey. Jedes Mal schließe ich den aus. Ist alles gut. Ist nichts passiert. Der alles, findet alles das bestimmt Content, cute. Content. Das gibt's doch nicht, ey. Wieso öffnet mir ein Fisch die Tür? Sag ja 30 Seconds. Wir müssen also gleich losgehen, ja. Ja, hier draußen ist auch mal so eine Munitionskiste, ne? An der Wand habe ich schon gesehen. Mhm. Man, ja gut, auf dem Klo war auch Heilung und alles. Stimmt, ja. Aber noch geht es nicht ziemlich gut. Jetzt verstehe ich es auch. Duriel hat die blaue Karte, deswegen ist das Zeichen halt. Check das. Ah, ja, jetzt schon. Oh, ja. Hallo. Peng! Peng! Wow, okay. Wie viele Fans sind? So, dann kommen jetzt die nächsten. Genau. Das ist echt im Mittel Gear. Weißt du, erst die Kameras. Erst verstecke ich mich vor den Kameras, wie Solid Snake, und jetzt. Oh mein Gott. Jetzt mache ich hier den Revolver Ocelot. Es wäre cool, wenn ich mit dem Revolver über Bande spielen könnte. Gas! Ma! Peng! 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 Oh! Müssen denn nicht irgendwie wieder
Dieser total schwachsinnige Melee. Ja, der macht irgendwie überhaupt nichts. Nee, jetzt haben wir genug. Jetzt müssen wir warten. Ach so, warten ist klar. Alles klar. Ja, ja. Oh, fuck. Muss jetzt jeden Moment soweit sein. Okay, okay. Achtung, Flashback. Und immer schön über die Leichen am Laufen, dass du den Loot mitnimmst. Richtig. Also die Munition. Ah, okay. Die, die ganze Munition hier. Ja. Ich hab auch Munitionsprobleme. So, ich bin durch. Wir können rein. Wir können rein, wir können rein. Okay. Ich knall hier gerade noch ein paar ab. Okay. Rauf. Hopp, ich mach schon. Geh direkt nach, nach links. Louis, komm her. Jo. Ah! Oh mein Gott. Hab ich? Hab ich? Oh, hier ist alles voll. Hab ich? Geld, Geld, Geld. Geld, Geld. Geld. Du wirst herkommen, ne? Du wirst jetzt dieses Tresordinge aufmachen hier. Ja, oder wir laufen jetzt direkt los und genau, lass jetzt direkt los. Go! Ja. Jetzt direkt los? Jetzt direkt! Wenn, wenn ihr das Geld eingesammelt habt, die großen Säcke. Na, hab ich schon. Louis auch? Nee, Louis ist noch oben. Oh mein Gott, Louis steht hier unten. Achso, oh mein Gott, was macht's denn? Louis. Großen Geldsack hier, hier drinnen, die. Oh. Ach so, gut, der hat schon los. Kann man nicht hier vorne hin? Diese Geldhaufen hier. War das richtig? Ja. Hallo, ein großer Sack da, genau. Ja. Jetzt geh mal los. Ist doch besser hier rum, oder? Ach so, sind wir doch viel, viel schneller. Das stimmt, geht auch. Außer wir müssen zurücklaufen, um dieses komische Ding zu deaktivieren. Ja, gut. Aber da oben ist. Gute Idee, aber dass man da lang geht. Ja. Ja. So, wo sind die Dinger da? Ich schnapp mir das hier vorne. Ah, man kann die Geldsäcke auch wegschmeißen. Die Geldsäcke kann man auch wegschmeißen. Das heißt, wir können sie hinwerfen und dann direkt zurücklaufen. Oh. Wir müssen gar nicht warten, bis der Typ kommt. Ach so. Der Wagen kommt. Sollen wir das, lass das machen. Direkt machen, ja, beim, ja, Park? Ja. Da, ich schmeiß meinen auch hier hin. Außer die verschwinden mit der Zeit. Das wäre halt kacke. Hier dann, Leute? Ja, dann könnt ihr schon loslaufen. Also schmeißt hin und lauft, ja, weg. Ja, ich hab das hier hingemacht. Also da, wo der Wagen immer ist. Oder da hingemacht. Sehr gut. Ja. Okay, wir sind sehr gut. Dann komm jetzt auch zurück. So, ich hab auch hingemacht. You and I will speak later. Oh. What? What the? Oh, ja. Fuck! Stromdings, was ist das? Ja, keine Ahnung. Okay, ein. Danke für den Reset, Patrick. Ja, genau, den nehme ich mit. Okay. Hi. Wir haben 6 von 8 nur geschafft, aber in den Tresordingern selbst liegt noch einer drin. Also, wenn einer in den Tresorraum reingeht. Ja. Ich schmeiß meinen auf den Boden, das ist auch nochmal einfach. Ich schmeiß den einen auf den Boden, nämlich den erstmal mit. Okay. Im Tresorraum liegt einer auf dem Boden, einfach direkt mitnehmen. Okay. Ich hab den. Kommt einer von euch beiden dahin? Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Ja, bis ich das gefunden hab, seid ihr weg, ey. Sollen wir jetzt nochmal zurücklaufen oder scheiß drauf? Also ich bin jetzt in dem Tresorraum. Pass auf, ihr bleibt immer hier und schmeißt, wenn der Wagen da ist, aber alles rein. Ich mach hier nochmal die Munitionskiste hin. Ja, die Strats, Alter, die Strats! Und noch eine Ladung hin. Sollen wir nochmal? Ich bin im Tresor noch alleine. Alleine? Und pass auf, die haben schon die dicken Boys jetzt. Das wird hart. Wir können schon die Sachen reinwerfen. Oh mein Gott. Ja, aber ich bin hier irgendwie ganz alleine. Oh mein Gott. Bin bei dir. Oh fuck. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich hier ganz alleine in dem Tresorraum bin. Ja. So, gut. Ich muss die Dinger aufmachen. Irgendwo ist noch einer von den großen Säcken drin. Wenn nicht, dann laufen wir weg. Alla. Oh shit. Hier kommen ganz viele. Ja, 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 ja. Oh. Komm, komm. Da sind noch ein Geldsack. Komm schon, eigentlich noch. Nimm noch. Ab, oh, fucking Ninja! Auch noch sehen, die großen Geldsäcke. Ach ja, die meinst du. Ah. Okay, und jetzt renne ich zurück. Ja, und dann reinschmeißen. Wir brauchen ein bisschen Ruhe, das ruft die aus. Okay, ich glaube, wir haben sie alle. Ich hab auch. Luft ist rein momentan. Geil. Junge, das wird der größte Heist aller Zeiten. Ich werde nice. Aber einen Geldsack noch haben. Sorry, ich will einen Geldsack noch haben. Die Gier. Haben wir hier ein Medikit? Hier liegt alles. Hier liegt auch Rüstung. Fast voll bei mir noch. Hinter uns, oh Gott.
mach so fette Pauli hier gerade. Oh mein Gott. Huff? Wie Huff? Ah. Was ist mit Huff? Wie du Huff? Befreit ihn. Sollte mal daran denken, hier meine Munition aufzuladen. Ich hab die gerade erlebt, danke schön. Mach hier so fette Pauli. So langsam müssen wir aber, glaube ich, los. Ich hab noch nicht Geld. Wir müssen die Dinger wieder aktivieren. Ja, mach schnell. Ich lauf zurück. Ist hier irgendwo auch ein Medkit? Oh, jetzt fliege ich. Ich komm. Wo bist du? Oh, shit. Mach du mal die Knöpfe. Ich kann nicht. Wir müssen die Leute erstmal und wieder alles auffüllen. Man steht. Ja. So, jetzt schnell die Dinger benutzen. Ja. Schön Rüstung holen und fallen und so. Ich hab schon. Hab da, ich mach schon. Ich hab da. Medkit, oh Mann, ey. Hier ist noch Medkit. Jetzt hab ich meins auch unten gelegt. Ja, alles gut. So, jetzt go. Und jetzt? Jetzt einfach mal im Wagen stehen bleiben. Okay. Escape. Junge, das war der beste Heist aller Zeiten. Bonnie und Clyde waren nichts dagegen. Wir haben so viel Zeit, ich will noch meine Munition auf. So. Fette Beute. Fette Beute. Oh mein Gott. Money. Sehr cool. Guck mal. Jawohl. 473. Zwei Fehler. Nice. Weil zwei Taschen, wir haben ja 6 von 8 nur befreien können am Anfang durch diese, wer ist das, diese Farbbombe da. Deswegen fehlen uns zwei. Das hätten wir noch mehr gehabt. Ja, aber das ist trotzdem Bags. Schon gut. Das war nicht übel. Run, ne? Ja. Ist jetzt im Hauptmenü, ne? Oder was? Ja. Ja, okay. Okay. Aber ich hab immer noch Level 10, also jetzt dauert das Level wohl lange, wie es so aussieht. Ich glaube, zeittechnisch sieht eh langsam so ein bisschen eng aus. Achso, ja. Halb sieben. Ja, ist halt die Frage, also sollen wir jetzt noch eine Runde machen oder sollen wir lieber hier aufhören? Was ist euch lieber? Also, ich glaube, eine Runde könnte ich theoretisch noch, aber ich will euch jetzt nicht stressen oder so. Jo, theoretisch, also bei mir auch noch eine drin. Aha. Das geht ja auch fix. Okay. Eigentlich schon, ne? Jetzt wollen wir raus. Okay, ja, dann machen wir noch eine feine Runde. Ja, machen wir noch eine. Okay, ich will einmal noch wegen Skill und gucken. Kriegen wir das ja sogar hin, dass wir diesmal wirklich dealen, weil da war ja direkt da oben, waren ja die Räume, ne? Ja, diesmal versuchen wir es nochmal so auf Stealth-Modus. Ja. Jurea, der links, hier rechts rum? Ja, genauso wie eben, ja. Genau, von einem Wachen klauen wir dann wieder die Karte, wenn es nicht sieht, die blaue zumindest. Oh, das hier ist geil. Wenn ich ihn wiederbelebe, kriege ich 3 Sekunden Unverwundbarkeit. Und der, den ich wiederbelebe, auch. Lothar, ich glaube, du musst mir noch mal eine Einladung schicken. Ich habe nicht angenommen. Alles die eine rote Karte, die lag auf einmal mitten im Flur. Das heißt, irgendwas haben wir erschossen, wo die rote Karte drin war. Wahrscheinlich irgendein Wachmann. Das heißt, irgendein zweiter Wachmann hat die rote Karte, einer hat die blaue Karte. Genau. Aber wo wir mit der blauen reinkommen, weiß ich immer noch nicht. Oh, eine Mine. Vielleicht beim Manager durch die Tür einfach, ohne dass man von außen durchs Fenster muss oder so. Hm. Das weiß ich auch nicht. So 1,4 Millionen. Ich habe auch 1,1 Millionen. Also ich habe mir jetzt den Revolver da mal gegönnt, diesen J&M. Oh, Anpacker, was ist das denn? Arbeitshandschuhe. Das dauert ja ewig, bis du da mal was zusammenhast. Das ist ein Scheiß. Danke für die Info. Ah, okay, aber die Dinger, die man sich ja kaufen kann, diese C-Stacks, die resetten anscheinend jeden Tag oder alle 2 Tage. Okay, also immer ausgeben direkt. Das heißt, am besten ist es, wenn man nur alle 2 Tage einmal spielt. irgendwie kann ich mir die Handschuhe nicht kaufen, da steht immer... Ja, du brauchst 100 die brauchen auch Dinge. Die C-Stacks. Ach so, diese Stacks brauche ich. Ah, oh mein Gott. Wo war ich? Ich bin überfordert, ey. Ich würde die Sekundärwaffe gerne wechseln. Du hattest doch. Waffe kaufen. Da kommt nichts. Oh mein Gott. Bei Händler und dann bei Waffenhändler. Und dann geht ja nur die Pistole. Da sehen wir diese Signatur. Achso, es gibt nur
Okay, ja, das so. Ist ja. Oh mein Gott. Sekundär war was eine Pistole. Du kannst nicht zwei Sturmgewehre nehmen oder so. Okay, ja, ich gebe jetzt mein ganzes Geld aus dem Stack. Wie? Ich kann keine zwei Schrotflinten dual wielden. Ja. Das ist ein Kackspiel. Akimbo Shotgun. So, das ist doch schon mal besser mit dem Sturmgewehr. Nee, ich glaube, also, das ist anders, Lurial. Ich glaube, wenn man jetzt diese Stacks kauft, wird da unten ein Haken gesetzt. Ich glaube, man kann einfach nur diese 10 Stück am Tag kaufen und dann wird es gesettet. Ich glaube, so ist es gedacht. Genau das, ja. Du so, kannst 10 kaufen und jedes Mal wird es teurer, aber nach 2 Tagen wird es wieder resettet, ja, okay, auf den so. Billigsten Kurs. Ja, ja, genau. Okay, ich bleib dabei. Deswegen meine ich ja, am besten spielst du nur alle 2 Tage. Der Preis steigt wirklich gewaltig an bei den Stacks. Ja, das ist brutal, ey. Zweimal Signature 40 hier stehen. Hä? Ja, du hast jetzt zweimal gekauft, die bringen ja nichts. Zweimal gekauft! Du hast diese, oh, diese CA4, oder das Ding heißt, und die Signatur hast du sowieso. Ah, wie dumm. Weiß ich auch nicht, was das so bringen soll. Das ist ja voll die Verarsche. Die Infraschallmine habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, was die bringt. Infraschallmine. Infraschallmine ausrüsten, platzieren. Ich hab's mitgenommen. Das ist wie so eine Art Stunning. Das legst du auf den Boden, dann laufen die drüber und werden sie gestunt, glaube ich. Okay. Dann mache ich nochmal Rapperfall. Okay. Genau, warum packen wir nicht die ganze Bank einfach in unser Auto? Was immer interessant ist, wenn wir drin diese Geld, diese Farbbombe, kriegen wir immer nur diesen Farbdinger immer nur 6 von 8 deaktiviert. Warum, weiß ich nicht. 8 von 8 schaffen wir irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Okay, das ist es komisch, weil eigentlich sieht es so aus, als wäre da keines. Du siehst ja, wenn die Dinger wirklich failen, siehst du ja, dass die bunt werden. Und das kommt eigentlich nicht vor bei uns. Du hast doch ein Medkit, Hui. Du hast ein Medkit. Bei mir steht aber nichts da. Ah doch, jetzt hier ist die Tasche. Da ist es drin. Jetzt steht's da. Nein. Ich bin bereit. Bereit. Du Dorian nicht. Zu real. Surreal, surreal. Ich wollte mal gucken, was man da oben links machen kann mit dem Pre-Planning. Ah. Ey, das stand gerade wirklich nicht da mit der Munitionstasche. Das hat sich dann erst nach 3 Sekunden da eingestellt. Ich schwöre. Oben links? Ich, vielleicht, weil ich Munitionstasche gedrückt habe? Ich hab drauf gedrückt, nicht dass es deswegen da stand. Oh, okay. Das ist so ein Team-Ding oder so. Ja, so. Das meine ich, das oben links, ja. So, also dann sagen wir auf ein neues. Ja, Louis, dann gehen wir wieder nach rechts rum. Ja, genau. Genau, wir machen genau das gleiche wie eben. Genau. Warte mal, bis die Wache da weg ist. Oh je, yeah, okay. Ja, genau, zünd dir eine an. Hier kann man auch rein. Hier durch die Tür, wenn man die knackt. Das geht auch. Der qualmt erstmal eine da hinten. Alter, der lässt sich ja übel Zeit. Genussquarzer. Ich geh mal durch die Tür und du gehst sonst durchs Tor, dann machen wir zwei verschiedene Wege. Ja. Hä, das ist doch beim letzten Mal ist er doch da nach hinten gegangen, nach drüben. Da ewig. Das ist wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen anders. Wahrscheinlich. Oh, guck mal, jetzt hat er die Fertigkeit. Ja, macht drauf. Eigentlich voll Sinn, ne? Dass die nicht immer alle gleich, voll. Gleich auf der gleichen Position stehen. Okay, jetzt. So, ich hab schon die rote Karte. Ah. Jetzt schon die was? Okay. Was? Ja, so, ich bin rein und dann war der Typ vor mir durch hingeschlichen, rote Karte geholt. Aber also jetzt die rote oben, Karte ist für hier oben auf dem Dach. Ah, okay. Ja, dann komme ich wieder raus und lauf da mal hin. Ja. Weil ich wissen will, was das ist. Also rein in der Neugierde. Ich muss nur warten, bis der Typ hier weg ist. Komm, Louis. Ich komme, ich bin dir auf den Fersen, Lotta. Ich geh nicht weg von dir. Oh, warte, jemand! Ah! Ah! Nein! Oh, scheiße, Louis. Nein. Rett, rett! Oh, scheiße! Hier ist, hier kommt sie rein. Oh, scheiße! Oh Gott, das ist die, oh Gott, das ist die Überwachungskamera! Hack, 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 hack! Wir haben es schon wieder verkackt!
Aber guck mal, der Raum war doch gerade eben anders, Uriel. Der war doch gerade eben, weißt du? Da war das so ein komischer, wo nichts drin war. Die ja, vielleicht sind die auch randomized so ein bisschen die Räume. Ja. Oh nein, aber oh, nein. Oh. Eine Sekunde später hätten wir die Kamera geschafft. Oh nein! Jedes Mal derselbe Scheiß. Aber der Typ, der war auch direkt vor uns, Alter. Der war halt eigentlich nie hier in dem Bereich. Oh, das ist schade. So. Oh Mann. So, auf geht die wilde Fahrt. Diese scheiß Wache. Der Spielsport ist ein Manager. Ja. Mach ich. Mach, okay. Ich mach das umsonst, ja. Ja, aber die Toilette ist jetzt mal anders. Die Räume werden echt durch so randomized. Das ist irgendwie auch cool. Ja, das ist cool. Ah, ich dachte, die werden immer selben. Nee, nee. Ach, der hätte ja auch, aber anscheinend nicht. Das denn, oh, dann macht es auch Sinn, dass beim letzten Mal der rote Raum da ganz oben war, ja, und so, und der, ja, diesmal jetzt nicht mehr so war. Das erklärt jetzt die ganze Verwirrung von wegen, hä? Ja. Blau war doch da, oder? Genau. Ah, das macht doch schon, oh, schon cool. Ja, also wenn es da noch andere Maps gibt und so, stelle ich ja, mir auf jeden Fall lustig vor. Jetzt nach oben. So, Manager-Tresor habe ich offen. Ich mache Geld raus. Freude machen. Und ich durchsuche auch alles, weil ich denke, dass man dann durch doch irgendwie Erfahrungspunkte bekommt. Mhm. Das ist ja in Stadt. Ich mache Frauen E für die Jungs. Ja. Ja. Ideal. Oh, ich muss. Schön. Ah. Es ist gerade bei mir draußen Polizeialarm. Also höre ich, das passt gerade. In echt? Oh, oh. In echt, ja. Die haben dich. Ich wollte gerade ein bisschen was. Die wussten das, dass wir das spielen. Richtig Damage sieht man erst am Ende, ne, wenn wir so über diesen Transporter sind. Davor geht's eigentlich. Mhm. Hier geht's eigentlich, ja. Außer du willst nach draußen, so, und die Dinger holen, weil hier an der Treppe sind halt dann wieder. Ist halt richtig draußen, Pain. Draußen mit das zwei von diesen Teilen. Lied, dann hab ich. Komm mal. Gut, einer Timmy von euch? Ja. Also ich bin hier bei der Treppe. Du kannst das Fenster springen, Louis, ne? Du musst nicht jetzt mal durchs Haus gehen oder so. Ah, ja. Du hast das Fenster gesprungen und die zweite Laden. Ja, danke. Schon mal gesagt, ja. Haben die die Tasche? Oh, live hat die Tasche. Okay, alles klar. Jetzt fertig hier. Wow. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mit dem Entwickler des Spiels. Das Baller macht so Spaß im Spiel. Hier wuckert eine Hecken oder so. Ballern ist schon geil, ja. Ballern ist schon geil. Ballern auf jeden Fall gut. Immer diese also, gewalttätigen Videospiele. Was man machen muss. Ja, wir müssen. Oh. Also das Hacken von dem Sicherheitssystem haben wir fast geschafft. Das andere wäre bei der anderen Schlüsselkarte. Ja. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Das stimmt. Ich glaube, das würden wir auch noch hinbekommen, aber halt nicht heute. Aber. Und ja, das ist ein Ablenkungsmanöver, was das bringt, weiß ich nicht, aber dann alle wegziehen kann, dass man dann die oben Termiten schmeißen kann oder so. Ich nehme an, dass die Wachen ja dann quasi zu dem Ding laufen. Aber die werden ja nicht ewig da bleiben, weil was Termiten rennt ja schon ewig. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, du kommst irgendwie. Kommst du wahrscheinlich in den Safe ohne oben aufzu. Ja. Okay, Termit ist wieder draußen. Ja, ich sehe es. Ich gehe nach draußen. Wo nimmst du die linke? Okay, ich nehme das. Ich bin weg. Hab. Okay, jetzt kommen die Helden rum. Freuen sich schon an hier.
Moin. Oh. Aber ich muss sagen, ohne jetzt zu schleimen, ich finde das mit euch in der Gruppe, finde ich das mega chillig. Oh. Oh. Also ich dafür das auch schön mit euch. Also dafür, ich würde auch mit euch eine Bank ausrauben. Lasst uns das doch mal in Real Life machen. Ja. Ja. Ja, auch so dilettantisch wie hier, ne? Ja, genauso. Ich stehe genauso nur blöd rum und so live, du rechts, ich links, let's go. Du. Und Chris dann die ganze Zeit so, wo ist blau, wo ist blau? Hier draußen ist auch so ein A-Team-Band auf mich. Oh. Okay. Ich treffe wieder über den Vorteil. Also ich jetzt rede von mir. Ach so. Was das unten bedeutet, weiß ich nicht. Dieses Plus-Totenkopf-Ding da. Wo denn? Das ist deine Edge. Ach so. Das ist ein Bonus, wenn du killst oder so. Da kriegst du wahrscheinlich nochmal quasi Level ab und steigst dann auch dementsprechend, weil du bist ja auch schon auf 10 oder so. Jetzt sehe ich auch unten, ich habe 5 Minuten. Ja, du kannst mehr kaufen, wenn man will. Man kann die Munitionskisten kaufen. Also man kann ja Sanitätskisten kaufen, wenn man will, weil 10.000 sind auch nicht so viel. Ja, wenn man dann ordentlich Heilung hat. Ja. Wahrscheinlich bei Spielen spiele ich das gerade wahrscheinlich dann richtiger. Aber ich spiele so lange das Spiel auf normal, bis man es einmal geschafft hat, ohne hier zu ballern. Ja. Wenn man es verstanden hat. Ja. Aha, abgefangen. Flashbang. Oh, sehr gut. Ich kann mit seinem Schild hoch. Ja, ja. Das Station sagt, ihr müsst für Self den Strom für den Schließmechanismus von den Glastüren ausstellen und im Sicherungskasten dann den richtigen Schalter legen. Okay. Mal gucken, das können wir dann bestimmt dann irgendwann mal in einer anderen Runde machen. Okay, rein. Mhm. Jetzt will ich versuchen, dass wir das jetzt schaffen, hier diese Dinger zu machen. Seid ihr alle ready? Sind jetzt alle? Ja. Ich mach die ersten beiden. Es sind ja nur 6. Ja, ach, und links sind noch 2. Links, ich mach die ganz ach, vorne. Da unten. Ach, ich mach die so. Links und der macht ihr die anderen, okay? Ach, die haben wir immer vergessen. Ja, bestimmt, ja. Ja. Alles klar. Ich mach direkt ganz vorne. Ja, dann mache ich die ganz links. Oh, ich hab's gedrückt, Mann. Da war ich auch. Okay, okay, du machst ganz links, alles klar. Da, wo frei ist. Hallo. Kann man das? Ah, da. Also. Sagen wir alle, naja, siehst du wir wohl. Wir haben alle. Wenn du noch besser. Jetzt ist es hier. Geld ist wichtiger. Geld ist wichtiger. Jetzt kann ich endlich meine Schotti raus. Lass uns jetzt direkt zurücklaufen. Wir haben jetzt alle im Paket. Lass uns direkt loslaufen. Ja, vorne. Oh mein Gott. Und direkt Lüste. Hinschmeißen die Pakete und zurücklaufen. Gar nicht erst irgendwas aktivieren oder so. Dass wir die direkt hier vorne liegen haben. Und wo der Wagen kommt. Okay. Okay. Alles klar. Ist so. Alter. Später. Lui. Aber okay. Wenn man erstmal weiß, ungefähr wie es halt geht, dann bockt es halt schon. Ja. Ich hab jetzt einen zweiten und ich mach jetzt noch ein paar Schlösser auf. Ja, hier sind noch 2. Zwei sind hier noch. Lauf hier schon mal los, ich räume noch ein bisschen Geld ein hier. Das kann man noch zusätzlich mitnehmen. Vorsicht, da ist ein Sniper wieder. Oh, ja, ich seh's. Ich mach ihn weg. Oh mein Gott, da hinter mir sind die alle. Okay. Sniper ist weg. Also ihr müsst jetzt das Geld holen, dann müsst ihr das vorne aktivieren, dann der Typ kommt da, oder der Wagen. Ich bin gleich tot. Oh, Hilfe. Wo bist du denn? Alles gut. Nur Raum. Ist hier noch einer? Nee. Oh. Ah, doch, da. Habt ihr die Polle gesenkt? Nein, noch nicht. Hier ist noch ein großer Sack. Ach. Wie
ist noch ein Geld, noch ein dicker Sack. Ich glaube, das ist nochmal. Einer ist noch da. Ja. Ja, aber jetzt noch einer im Tresorraum, also im Safe. Da haben wir sogar 9. Jetzt räumen wir richtig ab. Du hast schon einen, oder? Ja, ich nehme gerade den zweiten mit. Der Schildtyp muss weg. Oh Mann, ich ja? Oh shit, da ist ein Vetter. Oh shit. Ich muss weg, ich bin dir richtig beschossen. Oh mein Gott. Denk die Polle, ich hole jetzt noch eine Polle. Oh, what the... Ja, pack aus! Hier ist es. Es liegt immer noch ein Geldsack hier drinnen. Soll ich holen? Ich hole. Ich denke die Polle, ich muss die Polle entdecken. Vor geht's nicht weiter. Haben wir noch einen Geldsack drüben? Ja, einer ist noch drinnen. Ja, ich gehe hier. Ich sterbe. Okay, ich liege. Hol dich. Oder dich. Ich aktiviere vor das Teil schnell. Nee, wir könnten durchhalten, bis der Fluchtwagen kommt. Ah, jetzt kommt ihr rückwärts gefahren hier hinten. Ah, okay. Der Fluchtwagen kommt jetzt von der anderen Seite diesmal. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist jetzt von der anderen Seite, ich bin getrieben, der Fluchtwagen. Nein, 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 oh nein. Oh, die Ärzte. Ich komm. Warte, ich hol die. Ich bin wieder. Jetzt hallo? 30. 20. Nach Flotterruhe! Könnt ihr mich? Ja. Ich hab dich zweimal wiederbelebt. Oh. Aber ich kann nicht. Ja, das ging jetzt gerade nicht. Scheiße. Nein! Oh nein! 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 Hab in 3, 2, 1. Da wollten wir zu viel gerade. Wieder erscheinen in 58, 57. Okay, ich muss warten. Ja, bei mir genau gleichzeitig. Ja, ich auch. Ich hab 12, 11, 10. Ja, ich hab genau dasselbe. Ja, das sind diese fetten, ultra gepanzerten Typen. Die sind irgendwie. Zed. Also wir müssen great. Echt hinlaufen, die Taschen hinschmeißen, direkt zurück, ohne Wenn und Aber und neue Taschenladung holen. Die dann hinschmeißen, dann die Dinge aktivieren, dass der Fluchtwagen kommt. So müssen wir es machen, ohne irgendwie eine große Rumgeballer. Ja, ich habe die Boller versucht halt zu aktivieren, halt so zwischendurch. Das hätte ich halt nicht machen sollen. Habe ich gerade einen Schalldämpfer gekriegt? Oder? Ja, ja. Jetzt nicht zu spät. Ja, aber man levelt ja zumindest, ist schon mal gut. Ja, das auf jeden Fall. Ich mich ein bisschen an hier unser Spiel. Hier, wer ist das? Was denn? Na, Monsterjagd, so ich muss sagen, Geisterjagd. Wer ist denn das? Phasmophobia? So mit diesen immer wieder dasselbe machen, immer dasselbe, ein bisschen Leveln dabei. Ja, stimmt, mit Phasmophobia habe ich auch immer in meinem Bank überfallen. Nee, aber ich meine so von diesen, wir machen die ganze Zeit immer dasselbe, weißt du, ich meine? Ach so, ja, ich meine, im Prinzip ist es ja natürlich, irgendwann hackst du dir halt so einen Plan aus, was du halt irgendwie am besten machen kannst und dann machst du halt stumpf, machst du das eben nach und so, ja klar. Ja. Oh! Das eigentlich erklärt wird und man sich nicht im Normalfall nicht direkt denken würde. Ja, ich kann mir das vorstellen. Aber wir werden ja auch mal besser, ne? Vacation. Also wir werden auch mal besser so. Also der Anfang war zumindest sehr lustig. Ja. Ja. Ich habe gerade das Waffen-Upgrade-Menü entdeckt. Wo ist das? Hä? Du gehst auf dein Loadout, gehst mit der Maus über eine Waffe und drückst dann R. Und dann kannst du irgendwie so, tatsächlich. So ein Tactical Sight drauf machen oder so ein Laser oder sonst irgendwas. Ah, okay, dann kann man kaufen. Und Nahkampf. Oh. Wo ist da genau mein Ding? Ach ja, cool. So. Guck mal, sogar ein Schalldämpfer. Oh mein Gott. Schalldämpfer. Dann kann man vielleicht die Dinger, die Leute töten hier, die Wachen, ohne sie. Aha. Okay, das ist nice. Oh mein Gott, eine Nahkampf-Pumpgun. Jetzt auf der Shotgun kannst du einen Schalldämpfer anbauen, by the way. What? Oh, Schalldämpfer, schon nice. Aber du hast Vor- und Nachteile. Was habe ich für Nachteile? Da steht da dabei. Reichweite, ja, okay, Reichweite, scheiße. Wechseltempo, das Rotfunkvisier. Kannst schneller nachladen zum Beispiel. Ich glaube, das könnte ich mir sogar.
okay. Ja, irgendwie ein bisschen traurig, dass wir das jetzt erst sehen. Würde ich aber fast auf der Pistole irgendwie einen Schalli haben, dass die Schall gedämpft ist, die andere nicht oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich hab kleine Mini-Sniper geworden aus dem Ding. Meine Schrotflinte, die habe ich jetzt zumindest auch gepimpt. Meine Pumpern. Luftfeuerstreuung, die ist mir egal. Okay, es gibt aber keinen. Also? Es gibt keinen Schalli für die Pistole. Schade, gibt es einen Kompensator. Was wäre es für die? Oder vielleicht für die kleine Pistole? Jetzt habe ich Blut geleckt. Komm schon, da will ich einen Schalli haben. Komm schon, Spiel. Ja, gibt es. Oh, für die Pistole gibt es einen Schalli. Nein. Das kostet gar nichts, sogar kostenlos. Oh, das ist cool. Dann scheiß auf den Revolver jetzt. Wir haben die ganze Zeit Hartmut gespielt, unfreiwillig. Ist so. Ja, wahrscheinlich macht es gar nicht so einen riesen Unterschied. Wahrscheinlich nicht. Okay, das hat gebockt. Das hat gebockt. Vertikale Sichtrückstoß. Ach, das ist Stufe 18. Ja. Kurzfutter, Standardfutter. Okay. Gut, Leute. Ja. Hat mir Spaß gemacht mit euch. War sau lustig. War sehr lustig. Und das Game ist eigentlich auch sehr solide. Ja. Ich hatte ein bisschen Bedenken, als ich gesehen habe, dass irgendwie in den Settings teilweise die Strings fehlen. Also, dass da irgendwie so die Tasten einfach nicht wirklich benannt waren oder so. Aber war geil. Stimmt. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also, ich bin gespannt auf Release. Das meine ich, by the way, Chat. Ja, same. Seht ihr das hier? Missing String Table. Aber man levelt die Waffe auch, deswegen. Man levelt die Waffe direkt. Dadurch kann man dann ein paar Oder hier. Missing String Table Entry. Missing String Table Entry. Macht also Sinn, nochmal zwischendurch die Waffen zu wechseln. Verstehe ich das. Na gut. Ja, nice, Leute. So. Gerne wieder. Auf jeden Fall. Ja. Einfach nur Bescheid sagen. Ich bin dabei. Das mache ich. Jetzt könnt ihr wieder in eure Streams verschwinden. Genau. Dann danke schön, dass ich mitspielen durfte. Ja, danke schön. Danke ja, fürs Mitmachen. Yes. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Macht's gut. Jo, ja, bis dann. Schönen Samstag euch. Bye-bye. Euch auch. Tschüssi.